Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge Talking Couch. Ja, heute sitze ich hier wieder zusammen mit Pierre. Moin. Hallo Pierre, wie geht's so? Mir geht's fantastisch, bin bloß ein bisschen down, weil ich ziemlich früh schon am Start war. Du ja auch, denke ich mal. Wir sind heute, glaube ich, beide ein bisschen durch von unseren Jobs. Wir boxen das hier durch, auf jeden Fall. Ja, unseren Podcast gibt es unter anderem auch auf Spotify, YouTube, iTunes und als RSS-Feed. Könnt ihr gerne überall reinschalten. Und natürlich entsteht das hier alles in der wundervollen Kooperation mit Radio Korax. Und ja, wir machen es heute wie in der letzten Folge im Wesentlichen. Wir reden wieder ein bisschen ausführlich über zuletzt gesehene Filme. Da sind ein paar aktuellere Sachen mit dabei, aber auch ein paar nicht so aktuelle Sachen mit dabei, sodass hier, glaube ich, eine gute Mischung entsteht, sodass wir alles wieder mit dabei haben. Wir können wieder ein bisschen lästern an ein paar einigen Beispielen. Aber ich habe uns natürlich auch ein paar News mitgebracht dieses Mal. Das ist in diesem Podcast irgendwie überhaupt nicht thematisiert worden, obwohl das eine so extremst wichtige Frage ist, gerade in der heutigen Zeit. Und zwar hat Scorsese im Rahmen seiner Promophase zu The Irishman, der jetzt am 27. November auf Netflix erscheint, über den es sehr viele positiven Kritiken bisher gibt, wurde er gefragt, was er denn so von Marvel halte. Und ich habe uns da ein paar Zitate von ihm rausgesucht. Das könnte ein bisschen länger werden, weil das ist ganz schön ausführlich geworden. Die lese ich kurz vor und dann sagst du mal kurz deine Meinung dazu, dann sage ich kurz meine Meinung dazu und dann sage ich noch so ein paar Gegenpositionen. Und dann kommen wir. Das abgehakt. Dann kommen wir, glaube ich, ganz gut durch. So, seine Antwort auf die Frage ist jetzt auf Deutsch übersetzt, weil ich kann nicht gut Englisch. Ehrlich, so gut die MCU-Filme auch gemacht sind mit Schauspielern, die unter diesen Bedingungen ihr Bestes geben, was ich am ehesten mit ihnen in Verbindung bringe, sind Vergnügungsparks. Zitat Nummer 1. Zitat Nummer 2. Es ist nicht das Kino menschlicher Wesen, die versuchen, emotionale, psychologische Erlebnisse einem anderen menschlichen Wesen zu vermitteln. Zitat 2. Zitat Nummer 3. Ob man es mag oder nicht, es ist etwas anderes und wir sollten davon nicht unterwandert werden. Und so ist es also ein großes Thema und wir brauchen Kinobesitzer, die sich dafür einsetzen, dass Kinos Filme zeigen können, die Erzählfilme sind. Zitat Nummer 4, das Kino verändert sich gerade. Wir haben so viele Anlaufpunkte, es gibt so viele Wege, Filme zu machen. Es ist so angenehm, auf eine Art und Weise, positive Art und Weise, wie er dann auf Marvel reagiert. Und jetzt kommen wir zu einem längeren Zitat. Gut geht in einen Marvel-Film und ist ein Event und es ist großartig, zu einem Event wie einem Vergnügungspark zu gehen, aber verdrängt nicht Greta Gerwig und verdrängt nicht Paul Thomas Anderson und Noah Baumbach und diese Leute, tut es einfach nicht in Bezug auf Kinos. Und es entwickelt sich zu einer Abstraktion. Das heißt nicht, dass es schlechte Kunst ist, es ist nur nichts für mich. Wie ich es bereits gesagt habe, die Superheldenfilme sind eine eigene Kunstform. Es ist nicht leicht, sie zu machen. Viele talentierte Leute sind daran beteiligt, die gute Arbeit leisten und viele junge Leute haben sehr viel Spaß damit. Aber im Großen und Ganzen sagt er ja im Wesentlichen, dass die Marvel-Filme nicht die Art von Kino sind, die er jetzt gerade Scorsese als Beispiel geprägt hat. Wenn man jetzt gerade, sagen wir mal, ohne einen Taxi-Driver wäre so ein Joker, wie wir ihn jetzt gesehen haben, wahrscheinlich nie so geworden. Und er hat uns ja auch Meilensteine wie The Departed, Goodfellas und viele mehr mitgebracht. Und ich bin natürlich auch mega gespannt, was er jetzt mit Irishman macht. Aber schon eine harte Kritik eigentlich von so einem großen Filmschaffenden gegenüber Marvel. Was sagst du denn dazu? Also erstmal, er kann das ruhig so sagen, weil Scorsese ist halt so ein Meister seines Fachs und vor allem, er hat auch das New Hollywood geprägt, wie du es ja schon gesagt hast, so Taxi Driver oder Goodfellas. Okay, Goodfellas ist nicht aus den 70ern, aber er hat schon das Kino geprägt, auch so Coppola, der ja auch, glaube ich, was dazu dieser Sache gesagt hat. Ne? Coppola hat auch was dazu gesagt und er drückt sich wesentlich extremer aus. Ich weiß nicht, dass irgendjemand irgendetwas daraus mitnimmt, denselben Film immer und immer wieder zu sehen. Martin war freundlich, als er sagte, es ist kein Kino. Er sagte nicht, dass sie verachtenswert sind, was ich einfach sage. Ja, naja, also vielleicht auch so ein bisschen unter den Bedingungen, die Coppola zum Beispiel mit Apocalypse Now da
also die Drehbedingungen, die er da hatte, die Verzögerungen, die ganzen Gelder, die nicht eingeflossen sind, Budget, also die ganzen Sponsoren. Hier, sie hatten US-Militär halt auch einen riesigen Aufwand. Ne? Es gibt so ein, zwei Shots, da landen einfach 4 Helikopter gleichzeitig. Heutzutage wäre das alles CGI gewesen. Damals waren es halt wirklich echte Helikopter, weil sie es anders nicht bewerkstelligen konnten. Also der Aufwand damals war, glaube ich, extrem stärker und ich würde Scorsese auch dem weit zustimmen, dass das MCU eher wie ein Vergnügungspark ist. Es spricht ja nichts dagegen, dass du im Kino sitzt und dich unterhalten lässt. Nee. Ich meine, Zombieland 2 ist jetzt auch kein richtiges Kino, sage ich mal in dem Fall. Aber Spaßkino. Es macht ja trotzdem Spaß, genau, und dass es jetzt nicht verwerflich ist. Ich glaube, worauf Scorsese hinaus wollte, was auch so ein bisschen meine Einstellung dazu ist, ist, dass das MCU und auch Disney vor allem den Markt halt ziemlich krass einnimmt, also dass die einen großen Rahmen des Filmmarktes einnehmen. Und das äußerte war ja auch sich ja auch dazu, vergesst die anderen Filmemacher dann nicht. War ja dann auch so in anderen Talks, war ja auch so denn das Gespräch, dass, also die sind auch drauf gekommen, dass halt die Leute von heute, die halt ins Kino gehen, assoziieren das Kino dann eher mit solchen Filmen, als mit solchen Filmen wie von Scorsese zum Beispiel. Und wenn dann auch noch so ein Problem dazu kommt, dass kein Kinobetreiber oder kein Label in den USA der Irishman sozusagen promoten wollte und den halt ins Kino bringen wollte. Kein Studio wollte den nehmen. Genau, also genau. Silence war ja durch. Ich sag jetzt mal Flop. Ein mäßiger Erfolg. Und war ja auch schon sehr kunstvolles Kino, also sehr ruhig und sehr langgezogen und das alles. Aber da sieht man halt, ja, solche Filme werden eher nicht davon promoten. Dann muss halt sowas wie Netflix kommen, worüber ja eigentlich auch diskutiert wurde, wo Scorsese noch damals gesagt hatte, so, er hält nicht viel von diesen Streamingdiensten. Er hat, was auch Steven Spielberg und Tarantino gesagt haben, man muss aufpassen, dass Streamingdienste nicht das Kino verdrängen. Und hier in dem Fall musste Scorsese dann darauf zurückgreifen, beziehungsweise ich glaube, er war auch froh, dass Netflix gesagt hat, ja, hier komm, wir boxen dir das durch. Ja, weil er hat ja alle Freiheiten bekommen, die er haben wollte. Genau, und wir boxen dir das durch, weil kein Kino will dich nehmen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, was Scorsese eher damit ansprechen wollte, als einfach nur zu sagen, diese Filme sind scheiße. So, also genau, nach dem Motto, Marvel Studios, Disney machen es sich leicht, indem sie halt immer und wie immer wieder die gleiche Geschichte erzählen. Bei Disney kann man ja wirklich das sogar noch expliziter vorwerfen, dass sie jetzt gerade aktuell mit den ganzen Remakes und Live-Action-Filmen die ganzen Geschichten quasi im Wesentlichen nochmal erzählen. Und damit halt die Gelder einnehmen. Genau, also man muss fairerweise auch dazu sagen, die Lizenzen von den ganzen Liedern laufen halt aus, deswegen müssen die quasi nochmal was damit machen, um die Lizenzen dafür zu behalten, aber trotzdem... Er bringt doch das Album raus nochmal. Genau, das wäre halt was Sinnvolleres, weil in der Hinsicht wird das Kino halt überflutet von Geschichten, die wir schon in einer schöneren Art und Weise in Zeichentrickform gesehen haben und die wir halt in der Regel auch mehr zu schätzen wissen als diese hochmoderne Scheiße, die jetzt da im Kino lief. Also wenn man jetzt gerade so König der Löwen zum Beispiel ist eins der aktuellsten Remakes, die ich überhaupt von Disney gesehen habe. Den Rest, der ist so wirklich komplett an mir vorbeigezogen, da hatte ich kein Interesse dran. Bei König der Löwen war ich so mit am gespanntesten und ich muss ganz ehrlich sagen, im Film haben die eigentlich nichts anders gemacht. Sie haben die Rolle vom Affen haben sie kleiner gemacht. Sie haben ein Lied rausgestrichen und im Wesentlichen ist das genau der gleiche Film, nur eine halbe Stunde länger. Ja. Was nennen die Gegenstimmen? Es gibt Downey Jr. hat darauf reagiert. Es ist jetzt nicht unbedingt eine Gegenstimme, aber er hat einen sehr interessanten Standpunkt eingenommen. Ich denke, es verhält sich wie mit allem. Wir brauchen all die unterschiedlichen Perspektiven, damit wir zur Mitte kommen und weitermachen. Quasi, dass es Kino sich wirklich nicht wirklich auf das ist gut und das ist schlecht reduziert, sondern dass alles irgendwie zusammenspielt in einem Kosmos. Ja, aber das ist ja dann musst, im Auge des Betrachters halt geschuldet. Deswegen verschiedene Perspektiven und so weiter. Auf der einen Seite, ich glaube, er bezieht sich vor allem darauf, dass er Scorsese und Coppola in dem Fall als kunstvolle Filmemacher zeigt und Disney in dem Fall als kommerzielle Filmemacher macht. Und ganz ehrlich, wenn wir beim Film nicht kommerziell denken, dann hast du auch ganz, ganz viele große Probleme. So, und das gehört schon irgendwie zusammen, aber der Punkt ist halt, dass Disney gerade mehr aufs Kommerzielle abschießt als auf die Kunst. Ich glaube auch, dass natürlich ist das Kommerzielle immer eine Sache, die natürlich im Hinterkopf bleibt oder
Natürlich, aktuell ist es wie bei Disney zum Beispiel eher so auf das Kommerzielle gezielt. Oder aber, Warner Bros. Wäre auch noch ein großes Beispiel. Aber es ist ja allgemein so, also Scorsese hatte damals auch nicht nur die Filme gemacht, weil er die machen wollte oder wie auch immer, sondern oder eine Geschichte erzählen wollte. Das sind ja trotzdem Filme, die auch was eingespielt haben. Und du musst ja auch gucken, dass das Box Office, das Doppelte davon, also das Doppelte an dem Budget, das Box Office halt wieder eingespielt wird, mindestens. Und ansonsten ist es ein Flop. Aber ich glaube, mittlerweile Scorsese ist das ziemlich egal, was er mit The Irishman einspielt. Also ich glaube, der Film ist eher für Fans und für sich nochmal einfach so als, vielleicht sogar als Abschluss, ich weiß nicht. Es ist halt die teuerste Netflix-Produktion, die es bisher gab. Ist jetzt, er kommt ja auch vereinzelt in die Kinos, hier in Halle ausgerechnet nicht. Das finde ich sehr ärgerlich. Aber in Leipzig zum Beispiel. Ja, in Leipzig, in Magdeburg, in Hamburg, in Berlin natürlich, Köln, also in den großen Städten, läuft er irgendwo in einem kleinen Kino höchstwahrscheinlich. Aber er hat, guck mal, wenn du... Sie wollen ihn halt für die Oscars mit ins Spiel bringen. Ja, also, deswegen läuft er nochmal im Kino. Ja. Aber ich kann mir sogar vorstellen, dass der sogar dafür mindestens... Darauf bestanden hat. Dass der nominiert wird, meine ich. Ja, okay. Also, dass er... Ich meine, dass Scorsese darauf bestanden hat, dass der auch ins Kino kommt. Weil das hat ja Netflix letztes Jahr auch schon bei Roma gemacht, um den halt auch... Oscar-Kandidat hier rum. Ja, um ihn zu kandidieren quasi. Genau. Und ich würde auch sagen, dass die CEO oder die CEOs von Netflix, also ich glaube, dass... Also entweder haben die das mitbekommen, dass der Film keine Unterstützung bekommt und die haben sich dann damit eingebunden, oder Scorsese ist auf die zugekommen. Und ich glaube, wenn du da bei Netflix da sitzt und dann kommt so ein Scorsese zu dir mit so einem Drehbuch und sagt so, ja, hier könnt ihr mich unterstützen, ich glaube, die sagen nicht nein. Also. Nee, also das ist halt schon eine Größe und da sollte man, also kein normaler, vernünftiger Mensch würde zu so einem Angebot nein sagen, weil das ist halt, wenn du so einen Künstler... Und die machen sich ja damit nur beliebter, Netflix macht sich ja damit nur noch beliebter. Das ist natürlich auch ein Image-Push für sich. Ich habe ja noch ein paar andere Stimmen dazu, unter anderem dem Chef von Disney, Bob Iger, hat natürlich auch noch was dazu gesagt. Natürlich. Ich bin verblüfft darüber, wenn sie sich über Filme beschweren wollen, ist das ihr gutes Recht. Es fühlt sich nur respektlos all den Menschen gegenüber an, die an diesen Filmen arbeiten, die genauso hart arbeiten wie die Menschen, die an ihren Filmen arbeiten und ihre kreativen Seelen einbringen. Und noch eine Aussage, die kreative Seelen. Ja. Und jetzt noch ein Zitat, was dich triggern wird. Willst du mir erzählen, dass Ryan Cooglers Black Panther weniger wert ist als irgendein Film von Martin Scorsese oder Francis Ford Coppola? Ich werde dazu nicht meine Meinung sagen, sondern ich werde ein schönes Zitat von David Hein hier nennen aus der Tinseltown-Besprechung mit Robert Hofmann. Bob Iger kann seine Fresse halten. Ist nicht von mir, sondern von David Hein. Und wie hat David Hein noch schon gesagt, für ihn sind irgendwie die ganzen Marvel-Filme nur Hingewichse. Das war ein Zitat. Das war so. Ein Talk, den kann ich auch sehr empfehlen. Der ist gut, da reden die auch darüber. Ja, die nehmen das auch so ein bisschen auseinander. Genau. Genau. Hier, Benedict Cumberbatch hat sich auch geäußert. Aber seine Meinung war positiver. Also nein, der ist relativ neutral gewesen. Genau, also ich glaube, weiß halt, wie er sich äußert, das kann seine Karriere beeinflussen. Genau. Er hat nun mal noch einen Disney-Marvel-Deal. Er sagt, ich stimme zu, wir wollen nicht, dass ein König alles regiert und eine Art Monopol hat. Und das ist hoffentlich nicht der Fall. Das ist aber so. Wir sollten wirklich versuchen, Autorenfilme weiter auf jeder Ebene zu unterstützen. Das ist halt deutlich vager formuliert und nicht so direkt. Dann kommt noch Kevin Feige, das ist vielleicht interessant, quasi denjenigen, den Scorsese im Wesentlichen attackiert hat. Das ist absolut, genau. Ich denke, dass es nicht wahr ist. Ich denke, es ist bedauernswert. Ich denke, dass ich und jeder, der an diesen Filmen arbeitet, das Kino liebt, diese Filme liebt, es liebt, ins Kino zu gehen, es liebt, eine gemeinsame Erfahrung in einem Kino voller Leute zu machen. Aber ich verstehe nicht, die Marvel-Filme sind der Mega-Erfolg, also das MCU, Mensch, sind der Mega-Erfolg. Also sagen wir jetzt mal so, weil am Beispiel von Infinity War und Endgame, das waren die erfolgreichsten Filme der letzten Jahre. Genau. Endgame hat sogar Avatar geknackt. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Also ja, weil sie den nochmal rausgebracht haben mit ein paar Spezialszenen. Eigentlich schön gecheatet in dem Fall, aber trotzdem. Aber hey, guck mal, die sind ja mega erfolgreich so und da hat er auch eine mega Fanbase und das alles. Und Disney regiert ja auch den Markt. Da ist die Benedict Cumberbatch-Aussage ziemlich Quatsch. Aber Disney gehört jetzt fast 50%. Genau, wenn die so beliebt sind schon und die haben ja auch ganz viel eingenommen und das alles, warum
machen die denn nicht anspruchsvolleres Kino? Also die können es ja machen. Die verlieren ja dadurch keine Fans oder so. Es gibt ja also, auch die positiven Beispiele im Marvel im MCU. Ist zum Beispiel ist Winter Soldier, Civil War. Ja, und wo auch kritisch mit wo, Politik und so. Gerade und Doctor Strange, gerade was die künstlerische Seite betrifft, da haben sie sich, das war schon extrem kreativ, was sie aus der Technik rausgeholt haben. Es gibt natürlich auch Filme aus dem MCU, die mir auch Spaß machen. Wir haben ja auch schon drüber geredet. Auch hier zum Beispiel Guardians of the Galaxy macht mir mega Spaß. Genau, das sind ja alles unterhaltsame Filme. Das so will ich überhaupt nicht abstreiten. Aber im Gesamtkonstrukt, es geht ja um das Gesamtkonstrukt. Und die können, also wenn die mit, zum Beispiel hier mit dem nächsten Projekt hier, also eines der nächsten Projekte in der nächsten Phase hier, Doctor Strange in the Multiverse of Madness oder sowas, ja, genau, was auch eher so eine gruselige Richtung gehen soll. Das soll ja 2021 kommen. Genau, da können die zum Beispiel, daraus könnten die ja so ein weniger mainstream-mäßigen Film machen, also eher so... Ich fand schon, der erste war nicht so mainstreamig. Also das stimmt, aber ich meine, damit könnten sie nochmal eine Spur höher gehen. Also da könnten sie nochmal eine Ebene das ist weiter. Aber ich glaube, das ist halt der Punkt. Die gehen halt alle so mega hart auf Nummer sicher und trauen sich halt wirklich nicht. Da sind sie halt auch unter der Disney-Fuchtel auf einer bestimmten Art und Weise gefangen. Ja. Weil familienfreundlich heißt halt nun mal, das Höchste, was sie kriegen dürfen, ist ein PG-13. Und darüber hinaus dürfen sie sich nicht austoben. Das heißt, sie können ja auch erzählerisch was anderes machen. Wir können politische Inhalte eigentlich komplett vergessen, wir können explizite Inhalte komplett vergessen, da fällt so viel unter den Tisch und das grenzt diese Filmemacher, die hinter diesen Filmen stecken, maßgeblich ein und in der Hinsicht verstehe ich Scorseses Anschlag auf jeden Fall, weil diese freie Form des Filmemachens kann halt genau durch so eine Monopolstellung, wie Disney sie jetzt hat, einfach nicht funktionieren. Weil das sind, was wir von Disney aktuell sehen, sind Produzentenfilme. Das sind keine Regiefilme. So, das sind keine Autorenfilme. Ja, die Regisseure werden nur dafür... Die Regisseure, also es, natürlich, es gibt Ausnahmen. James Gunn ist das Beste, also James Gunn, die Gunn... Der will ja die Gunn-Filme machen. Der hat da unter anderem auch mit am Drehbuch mitgeschrieben. Ja. Das sind halt schon halbe Autorenfilme. Der macht im Wesentlichen schon, was er will. Natürlich mit Einschränkungen und das ist eigentlich, aber das MCU im Ganzen zum Beispiel, da bekommst du ein Drehbuch vorgesetzt aus der Kreativschmiede oder beziehungsweise wahrscheinlich ein Konzept, das musst du dann genau so quasi in ein Drehbuch umarbeiten, dann musst du halt noch verschiedene Anspielungen an die anderen Filme von Marvel mit einbringen, dann vielleicht ein bisschen vorausdenken, da hast du als Autor oder Regisseur nicht viel Macht dafür. Nicht viel Macht, wirklich nicht viel Macht. Und in der Regel sind sie halt wirklich nur da, um zu sagen, was der Darsteller jetzt in dieser Szene machen soll und wie er ausdrücken kann. Er hat keine Kontrolle über das Gesamtwerk. Das ist in Amerika sowieso ja ganz anders als hier in Europa. In Amerika gibt es nur wenige Regisseure, die den Luxus haben, hier gibt's im mehr Autorenfilme. Im Schnitt auch mit dran zu sein. Also in der Regel, wenn ein Film abgedreht ist, landet der komplett bei der Produktion und wird dann dort geschnitten. Da hat der Regisseur in der Regel kein Mitspracherecht mehr. Mhm. Es gibt ein paar Ausnahmen, die Tribute von Panem-Reihe zum Beispiel, da hatte der Regisseur aktives Mitspracherecht. Quentin Tarantino ist einer der besten Beispiele, Christopher Nolan ist einer der besten Beispiele. Aber das sind alles Ausnahmesituationen. Das sind die Autorenfilme. Ja, das ist nicht regulär so. Und Scorsese natürlich. Also wenn wir gerade schon bei ihm sind oder ein Coppola sicher auch. Das ist halt schon radikal gesehen, aber halt auch viel Wahres mit dabei. Mhm. Und ja, wir sollten Disney nicht unterstützen. Das ist, glaube ich, die Message. Aber das Problem ist halt, wenn wir Disney nicht mehr unterstützen wollen, dann dürfen wir eigentlich auch nicht Star Wars gucken. Dann müssen wir auf sehr viel verzichten. Alles, was jetzt quasi auch von 20th Century Fox kommt, ist jetzt auch Disney. Alles, was von Marvel kommt, ist auch Disney. Wir kommen nicht drum herum. Also wenn wir Disney nicht unterstützen wollen, dürfen wir eigentlich gar nicht mehr ins Kino gehen. Ich glaube, die einzigen, also jetzt vage behauptet, ich kann jetzt nicht alle aufzählen, aber so die einzigen Filme, die einzigen Produktionsstudios, die nicht mehr, die noch nicht unter Disneys Fuchtel stehen, also die Konkurrenz noch, sind glaube ich Universal, Warner Brothers, Columbia, Sony. Und Sony vielleicht noch, ja. Ne, Columbia ist Sony, das ist... Ja, die halt, ja. Aber dann halt noch kleinere Verleiher, genau, dann die halt, noch kleinere, halt nicht aber so viel Geld haben in der Regel. Das ist problematisch und ich glaube, die eher am ehesten konkurrenzfähigsten Studios sind halt in dem Fall wirklich noch Universal und Warner Bros. Warner Bros. Und vielleicht Paramount, die haben wir gerade vergessen. Die vielleicht noch. Die drei wären noch, glaube ich, am konkurrenzfähigsten, aber die müssten sich theoretisch auch zusammentun, um gegen Disney Ich verstehe auch nicht, warum 20th Century Fox überhaupt den Deal eingegangen ist. Weil sie das Geld wahrscheinlich gebraucht haben. Die hätten doch einfach sagen können, nö. Ja. Schön wär's. Und den eigenen Shit durchboxen können. Schön wär's. Viele munkeln, sie haben das 20th Century Fox primär wegen der X-Men-Rechte wegen Star Wars Episode 4 gekauft wurde.
Weil die Rechte. Das war damals schon ein Fehler von George Lucas, dass er sein Baby verkauft hat. Ja, das war, ja. Die, wobei. Er hat die Vermarktungsrechte hat er behalten. Die ganzen Franchise-Sachen, ja, da hat er ja auch ordentlich Geld dran verdient. Aber ich glaube, das ist genug zur Diskussion um Martin Scorsese und die ganze Disney-Affäre und Marvel-Affäre, würde ich sie jetzt mal nennen. Da kommt bestimmt noch ein Film drüber. Genau, über die Disney-Affäre. Also, so, ne? Würde ich vielleicht früher oder später machen. Wäre, glaube ich, ein sehr interessantes Thema, würden sich, glaube ich, auch Leute angucken. Ja, heute stellen wir wieder die Fragen aller Fragen. Pierre, was hast du denn zuletzt gesehen? Die fünf Filme, die ich heute vorstellen werde. Ganz kurz und knackig ausgedrückt. Ja, ich habe nichts anderes gesehen als das Thema, was wir heute besprechen werden. Ja. Also, so wie beim letzten Mal. Doch vielleicht einen Film, den ich jetzt wieder rausgekickt habe aus meiner Liste, weil ich dann gestern doch noch ein, zwei andere Filme gesehen habe, die ich dann etwas wertschätzender finde, hier zu erwähnen. Ich habe mir die Creepshow-Trilogie reingezogen. Das ist so ein Anthologiefilm von Geschichten, über Horrorgeschichten, und ganz charmant gemacht, so aus den 80ern. Practical Effects natürlich, unter anderem von Tom Savini. Horror, das ist, oder? Horror, ja. Horror. Ist unter anderem von Tom Savini, das ist ein sehr bekannter SFX, VFX, Special Effects, Make-up Design Dude. Den kennt eigentlich jeder, so neben Rick Baker vielleicht der bekannteste. Ich nicht, sag mal, der gar nicht. Tom Savini spielt Sex Machine bei From Dusk Till Dawn. Und der hat auch. Ach so. Der macht halt auch die Effekte, und der hat auch From Dusk Till Dawn die Effekte gemacht. Ah, also, okay, das erklärt. Der ist dafür halt so bekannt, so genau. Und der hat halt das da gemacht, und ja, der erste Teil ist noch mega gut, weil der halt sehr hochwertig gemacht ist. Der ist unter anderem von George Romero Regie geführt. Stephen King hat mitproduziert, spielt auch eine Rolle in einer der Geschichten. Wurde sogar dafür gelobt und hat, glaube ich, irgendwie so einen MTV Award dafür bekommen oder so, für die Rolle. Bester Cameo. Irgendwie sowas. Best Scary Acting Shit oder so. Der erste ist halt noch ziemlich charmant, macht Spaß auch. Der zweite, ja, der ist dann so Mittelmaß. Aber geht schon eher in die schlechte Richtung, den dritten kann man voll vergessen. Den habe ich mir halt alle reingezogen, und der erste hat wirklich am meisten Spaß gemacht, und der dritte, den kann man. Worum geht es denn da überhaupt grob? Weil die Creepshow sagt mir jetzt zum Beispiel gar nichts. Das ist, es beginnt damit, dass, also im ersten Teil jetzt explizit, beginnt es damit, es gibt einen Jungen, der will seine Gruselcomics lesen, und sein Vater will das nicht, dass er das liest, und verbietet ihm das alles, und er ist natürlich sauer, kriegt, wie nennt man das? Nicht Hausverbot, sondern. Hausarrest, genau, danke. Und hockt halt in sein Zimmer, und eines Nachts steht dann der Creep vor seinem Fenster und gibt ihm halt ein Comic-Heft, die Creepshow, und das liest er dann, und die Geschichten, die er liest, die werden dann sozusagen erzählt. Also das sind dann so die Geschichten, die dann erzählt werden. Das sind fünf Geschichten. Eine Geschichte ist zum Beispiel die mit Stephen King, da geht es darum, dass ein Meteor abstürzt. Geschichten so richtig episodenhaft? Ja, so episodenhaft, genau. Okay. Also genau. Und eine Geschichte ist zum Beispiel, Stephen King ist ein Bauer, und es stürzt ein Meteor ab. Er berührt den Meteor, will den halt verticken und denkt sich so, ich habe krass, kann das Geld machen hiermit? Intergalaktische, genau, und Sachen gefunden. Und dann fängt das halt an, dass sein Körper halt immer mehr so moosartiges Pflanzenzeug auf ihn wächst und wie auch immer. Ja, und halt, dann gibt es noch eine Geschichte mit irgendeinem riesigen Affenmonster, was in einer Kiste geliefert wird, und das bricht dann halt aus und killt halt alle und was weiß ich. Ganz charmante und lustige Geschichten. Wie gesagt, Tom Savini hat ja die Effekte gemacht, sieht sehr nice aus. Genau. Also so auf dem Niveau von The Thing zum Beispiel. Also halt wirklich richtig gute Effekte. Also eher was zum Gruseln oder eher was zum Schocken? Eher Fun. Eher Fansblätter, also. Fansblätter, genau. Also wirklich. Chipsdose hinstellen, Bier, und dann guckst du dir den. Quasi auch für einen lustigen Abend in einer Männerrunde oder so wahrscheinlich. Ja, sowas. Ja. Gibt's aber gerade nirgendwo. Schade. Also den ersten habe ich auf YouTube gesehen. Was, auf YouTube? Ja, da gab's den auf YouTube. Creepshow, Full Movie habe ich einfach eingegeben und dann irgendwie das dritte angeklickt oder so, und dann war das der komplette Film. Und den zweiten Teil, den hatte ich, glaube ich, auch bei YouTube gesehen, wenn ich mich recht erinnere. Und den dritten Teil, den habe ich witzigerweise zu Hause liegen. Aber der ist scheiße. Ich glaube, den werde ich mal auf eBay verticken oder so. Interessenten können die Ohren. Aber das ist auch immer so das Krasse, ne? Man guckt, glaube ich, also es ist mir, glaube ich, nur ein, zweimal passiert. Man guckt den Film das erste Mal, denkt sich, ey, das ist echt geil, das hole ich mir vielleicht. Mhm. Und dann guckst du es dir nochmal an. Irgendwann später nochmal an. Und dann
denkst du einfach nur, was habe ich da für Scheiße gekauft? Das ist jetzt nicht mein nächster Film, aber das ist mir so gegangen mit dem Horrorfilm mit Jennifer Lawrence. House at the End of the Street. Den habe ich, glaube ich, als Jugendlicher fand ich den ganz gruselig, ganz unheimlich. Ich hatte mir dann irgendwie die Blu-ray gekauft und habe mir gedacht, ja, warum nicht? Ist ein kleines Horror-Repertoire, kannst du mal machen. Da habe ich mir den nochmal angeguckt. Ich war richtig enttäuscht von mir. Also, dass du dir den gekauft es war halt wirklich so, da gab es so wirklich so richtige Panne-Dialoge. So. Du konntest die vieles ab der Hälfte irgendwie so vorhersehen und ich habe mich einfach nur richtig hart geärgert. Geschämt und geärgert. Und das Schlimmste muss ich jetzt einfach erwähnen, ich habe Dark Shadows, einen Film, den ich sehr hasse, habe ich halt zu Hause nun mal auf DVD. Auch eigentlich fast die gleiche Geschichte wie bei... Ja, zum Glück ist es nur die DVD. Ja, es ist zum Glück nur die DVD. Aber es kein Stil. Im Wesentlichen ist es die gleiche Geschichte wie House at the End of the Street. Ja. Also beim ersten Mal habe ich gedacht, ganz schön weird, ganz schön lustig auf der bestimmten Ebene. Beim zweiten Mal habe ich nur so gedacht, ja, nee. Was hast du denn zuletzt gesehen? Ich habe zuletzt gesehen, im Kino war ich und habe Le Mans 66 geguckt von James Mangold. Ach, wir gehen jetzt gleich in die Besprechung rein, oder wie? Ja, deswegen machen wir. Ach so, okay, nice. Wie beim letzten Mal. Okay. Da haben wir doch auch direkt durch. Ja, gut. Dann mach mal. Es ist ein Rennfahrerfilm, basiert auf wahren Begebenheiten. Damals hat sich Ford mit Ferrari angelegt. Ford, der Zweite gegen Enzo Ferrari zur damaligen Zeit, da war gerade quasi dieser Wettrennsport ist da quasi richtig hochgekommen, das Formel 1, was heute genau. Formel 1 heutzutage halt wesentlich Autorennen ist, halt. Autorennen, und eigentlich will Ford Enzo Ferrari kaufen, also die Marke Ferrari kaufen, bei sich aufnehmen und quasi dann die Ferrari-Marke als Sportmarke rausbringen und die normalen Fords halt normalen Autos reinbringen. Enzo Ferrari denkt sich so, nö. Ich lasse mich von Fiat kaufen, die geben mir mehr Geld und ich bin immer noch Chef. Ja. ich glaube, genau, Ford hatte nur 10 Millionen geboten, Fiat hat 18 Millionen geboten. Das ist ziemlich klar, was man da annimmt, sollte ziemlich offensichtlich sein. Und das ist dann auch noch der Boss bleibt, genau. Genau, und der Ford ist ganz schön angepisst, weil er so über den Tisch gezogen wurde und sagt dann sich, ey, der Ferrari, der punktet die ganze Zeit hier beim Le Mans-Rennen und bei den ganzen Wettrennstrecken, wir müssen jetzt mal ein Auto bauen, was einfach richtig alles abrockt, was quasi besser als Ferrari ja, ist. Was Enzo Ferrari richtig blass aussehen lässt. Damit die sich dann ärgern, genau, dass sie das nicht angenommen haben. Dann engagiert er Matt Damon, er spielt einen ehemaligen Rennfahrer, der damals schon das Le Mans-Rennen gewonnen hat, dann aber wegen Herzproblemen aufgehört hat und jetzt quasi die ganzen Autos herstellt. Und Matt Damon sagt zu ihm, ey, ich kann das nur mit einem alten Kumpel von mir machen, das ist einer der krassesten Rennfahrer, die ich kenne, die mit den Autos am besten umgehen, und das ist Christian Bale. Und die beiden bauen quasi im Verlauf des Films quasi das perfekte Auto, das perfekte Rennauto zusammen, das dann wirklich so mehr oder weniger wirklich schneller sein soll als das von Ferrari und versuchen damit quasi dann zu gewinnen. Das ganz große Problem dabei ist, John Bernthal spielt auch noch mit, den mochte ich sehr wieder mal, aber den mag ich eigentlich fast in jedem Film, in dem er mitspielt. Ist so ein Loverboy von mir geworden, den sehe ich immer wieder gerne zu, also weil er kann eigentlich, was er will. Und John Bernthal ist halt so in der Medienabteilung und er hat noch einen extra Vorgesetzten und der sagt halt so, ey, dieser Christian Bale, ich habe gerade den Namen nicht, reicht die Rolle Jones oder so, keine Ahnung, der gefällt mir nicht, der hat so ein schlechtes Image, so aufbrausend, so temperamentvoll und nimmt auch kein Blatt für den Mund, wir brauchen eigentlich einen anderen Fahrer, den können wir eigentlich da nicht hinstellen und so weiter, und er versucht quasi mehr oder weniger die ganze Zeit Bale da aus seiner Position rauszubringen, während Matt Damon halt die ganze Zeit sagt, ey, wir brauchen den, der Typ hat mit uns das Auto gebaut und er ist einer der wenigen Leute, die das Auto verstehen. Deswegen ist er am besten dazu geeignet, das zu fahren. Aber die ganzen Firmenleute, die nur an ihr Image denken und auch nur ans Geld denken, die wollen das einfach nicht einsehen. So. Und es ist ziemlich unterhaltsam. Der Film ist überraschend witzig an vielen Stellen. Es ist so ein schöner Gewerkschaftspolitik, Wirtschaftspolitik-Film. So. Eher weniger. Also es kommt vor, aber ich finde... Kleiner Battle und sowas. Du hast halt, es gibt halt wirklich drei Rennsequenzen, die dich wirklich packen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so angespannt saß ich schon lange nicht mehr im Kinosessel. Also das war wirklich, du hattest wirklich Schiss, weil das auch
größtenteils wirklich real gedreht wurde, wie ich jetzt erfahren habe, dass der wirklich da aus Versehen in eine Planke reinkracht oder so. Bei solchen Filmen weißt du halt nie, was bei diesen Stunts alles passiert, wer dabei drauf geht und so weiter und so fort. Das kannst du halt nie wirklich beurteilen. Ja. Ne? Bei Deadpool 2 hat es ein Leben gekostet, beispielsweise. Und da war ich mit so am gefesseltsten. Also das liegt unter anderem wirklich an der Magie zwischen Matt Damon und Christian Bale. Also Christian Bale spielt Matt Damon hier schon ein bisschen in den Schatten, weil ich finde, Bale ist halt der bessere Charakterdarsteller. Also der hat aus dieser Rolle sehr viel rausgeholt. Würde mich nicht wundern, wenn es zumindest eine Nominierung für einen Oscar geben würde. Aber Matt Damon ist auch eine verdammt coole Socke. Und Intrigen ist mit dabei, aber ich finde, der ist eher wirklich mehr am Auto dran. So, es gibt ein Problem, die Bremsen funktionieren nicht. Und dann müssen wir uns was Neues einfallen lassen. Wir müssen das Auto schneller machen. Wir müssen es schneller machen, genau. Mit diesem Trailer. Genau. Und der Computer wird es berechnen. Das ist halt auch wirklich eine geile Szene. So, Christian Bale sitzt im Auto, dreht eine Runde, steigt wieder aus. Ziemlich holprig und so weiter. Können wir es noch leichter machen? Können wir mal den ganzen Schrott hier rausschmeißen? Dann nehmen die wirklich fast alles aus dem Auto raus. Nur noch das Nötige wirklich drin. Sind der Beifahrer. Und dann setzt sich Bell nochmal rein, dreht nochmal eine Runde und sagt, es ist mir immer noch zu schwer. Also klar, ich glaube, Leute, die sich damit Autos auskennen, haben natürlich einen großen Vorteil, weil hin und wieder auch mal ein paar Fachbegriffe, also als normaler Zuschauer versteht man das auch, das ist jetzt nicht mega komplex oder kompliziert, aber im Großen und Ganzen ein Kinoerlebnis, was ich persönlich als sehr spannend empfunden habe, also gerade bei dem Finale, ich glaube, das Finale dauert einfach satte 20 bis 30 Minuten das Finale-Rennen und der Film dauert 150 Minuten, er ist nicht gerade kurz, aber der fühlt sich überhaupt nicht so an. Es gibt überhaupt keine Leerstrecken und es ist halt... Hat immer seinen Spaß mit dem Film. Ja, so. Es ist halt wirklich so richtiges Oldschool-Hollywood-Kino, könnte man fast schon sagen. Und wie gesagt, von James Mangold, der uns Logan noch was hat Walk the Line. Walk the Line, Wolverine. Genau. Die ganzen Wolverine-Filme gebracht hat. Also das ist eigentlich, mit dem Film kann man nichts falsch machen. Hat von mir eine 9 von 10 bekommen. Mhm. Auf jeden Fall einer meiner Favoriten in diesem Jahr. Was meinst du mit Oldschool-Blockbuster-Hollywood? Meinst du sowas wie, nicht Blockbuster, aber du hast halt, von der Machart wirkt es halt, es wird sich halt mehr so auf die älteren Werte wieder zurückbeworben. Also so Filme wie Steve McQueen und sowas, meinst du jetzt? Also auch schon so? Nee, ich meine nicht, allein erstens vom visuellen Stil, also haben sie sich halt, ist es nicht so mega experimentierhaft oder so? Es noch keine so krassen schnellen Schnitte und so, also nicht so. Na, doch, im finalen Rennen hin und wieder mal, aber ansonsten halt eigentlich eher weniger, wirklich eher, die Szenen werden stehen gelassen und da ist ja wirklich das Gefühl, dass der James Mangold hier eigentlich machen konnte, was er wollte, zumindest fühlt sich das für mich so an und es war halt wirklich eine Art Buddy-Geschichte. Wie gesagt, Christian Bale und Matt Damon haben auch ein paar extremst lustige Szenen miteinander. Ich glaube, die Prügelszene wurde auch im Trailer schon bisschen gezeigt. Ja. Die ist aber, dann trinken sie eine Coke zusammen. Im finalen Film ist das sehr guter Werbepartner, übrigens in dem Fall sehr gut gewählt. Aber wurde der Film von Ford und Ferrari unterstützt auch? Also finanziell? Oder? Kann ich mir gut vorstellen. Also die haben auf jeden Fall mit Autofirmen zusammengearbeitet dafür. Das ist logisch, das wäre komisch, wenn nicht. Ich bin nicht bis zum Schluss sitzen geblieben, deswegen kann ich dir das nicht jetzt sagen, aber ich schätze schon. Also allein, weil sie auf die Autos der damaligen Zeit zurückgreifen mussten, weil sie die halt wirklich originalgetreu nachgebaut haben, um das halt so realistisch und so nah dran wie möglich nachzubauen. Weißt du, wenn du Bock hast, können wir dir am Wochenende nochmal gucken. Nochmal gucken? Ich muss gucken, wie ich Zeit habe. Ich hätte Bock, den im Kino zu gucken, aber ich hätte jetzt nicht unbedingt jemand anderen, der da noch... Mal gucken. Lass mal sehen, vielleicht kriegen wir das hin. Jo, hätte ich Bock drauf. Was hast du denn als nächstes gesehen? Naja, als erstes, ne, also das Creepshow-Ding, das war halt nicht mehr in der Liste mit drin. Da dachte ich, da kommt erstmal die Frage, was hast du jetzt gesehen? Also ich dachte, das wäre halt so diese Standardfrage, aber du wolltest schon mal einsteigen. Ja, ich wollte schon... Das hättest du mir gleich sagen müssen. Ach so, tut mir leid. Das heißt, ich werde jetzt 6 Filme nennen hier. Kein Problem. Beziehungsweise ich kann einen kurz abhaken. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ich kann einen kurz abhaken, weil ich den dann später nochmal in einem anderen Talk ein bisschen näher besprechen möchte, weil er da mit reinpasst. Aber jetzt erstmal zu dem nächsten. Und zwar wollte ich mal wieder einen Film gucken von Ridley Scott, wo ich mir immer denke, so, der konnte auch mal was. Also Ridley Scott, der
Ridley Scott konnte auch mal was. Es gibt ja auch ein paar gute Filme von ihm. Genau, also ich mag Königreich der Himmel zum Beispiel sehr. Ein Director's Cut. Ein Director's Cut, in der 3-Stunden-Fassung. Genau. Also. Und zwar habe ich von 2000 Gladiator nochmal gesehen. Ah. Mit Russell Crowe und einem hervorragenden Joaquin Phoenix. Ich habe mal der sieht in dem Film so jung aus und dann habe ich mal gerechnet, der ist da gar nicht viel jünger. In Joker ist er 56, glaube ich, oder 52 oder so. Und bei Gladiator war er schon 47 oder so. Also, wenn sich das rechnen lässt irgendwie. Aber ist krass. Also, er sah da noch ziemlich jung aus und jetzt sieht er schon älter aus. Und da liegen eigentlich nicht viele Jahre, 19 Jahre liegen halt dazwischen. Mhm. Jedenfalls, ja, für alle, die es nicht wissen, es geht halt so, um Commodus. Das ist der Joaquin Phoenix. Der tötet seinen eigenen Vater. Das ist kein krasser Spoiler, passiert in den ersten 10 Minuten. Oder ist eher wesentlich für die Handlung danach, tötet seinen eigenen Vater, den Kaiser von Rom, wird dann selbst Kaiser Roms und Russell Crowe spielt Maximus Verenius, heißt er, glaube ich, der ist ein Kriegsherr der römischen Legion, ein General und ist sehr hoch angesehen, weil er jeden Kampf, den er geführt hat, auch gewonnen hat. Ja. Und wird sozusagen verraten und seine Familie stirbt. Er wird halt ins Exil gebracht, sage ich mal. Wird seine ganze Familie ermordet? Seine Frau und sein Kind, genau. Ach du Scheiße. Und wird halt sozusagen ins Exil verbannt, landet in Spanien. Und da niemand weiß, wer er ist dort, nennen ihn alle auch nur der Spanier. Und er wird halt zum Gladiator. Und er kämpft sich langsam hoch. Genau, kämpft sich langsam hoch, landet dann in Rom, wo er dann natürlich auf Commodus trifft und schmiedet halt auch so im Hintergrund seine Rachepläne. Also das ist eigentlich eine Oldschool-Rache-Geschichte. Nach meinen Recherchen habe ich so rausgefunden, dass es so mehr oder weniger wahre Begebenheiten hat. Also die Figuren, die meisten, die da auftauchen, die gab es auch wirklich. Wie das mit der Faktentreue bei solchen monumentalen Filmen immer ist. Gerade aus der Zeit ist das natürlich schwierig nachzuvollziehen. So die ganzen Überlieferungen, ob das alles auch real ist. Aber natürlich, der Score ist perfekt, die Schauspieler sind perfekt, die Erzählweise. Okay, was die Erzählweise angeht, es gibt so ein paar Momente im Film, die sind jetzt nicht ganz so krass, deswegen würde er auch nicht meine Höchstwertung bekommen, der Film. Aber fürs Jahr 2000 und in Abbetracht von Ridley Scotts Filmografie würde ich schon sagen, das ist einer der besseren Filme, die er gemacht hat, genau. Auf jeden Fall. Einfach mal wieder Bock, einen schönen und einen guten Ridley Scott Film. Das ist wahr und das ist auch wirklich eine der besten Beispiele überhaupt. Also Königreich der Himmel, Alien und dann vielleicht den hier noch und ansonsten fällt mir gerade aus dem Kopf gar nichts ein. Da müsste man dann doch noch recherchieren. Aber ja. Ich mag den sehr und mal gucken, ob wir noch einen zweiten Teil bekommen. Oh ja, stimmt, Scott hat der, weil er, keine Ahnung, der ist wahnsinnig geworden langsam. Also nach Alien Covenant hat er gemeint, er hätte Bock auf einen Gladiator 2. Spoiler, Russell Crowe stirbt am Ende. Spoiler Ende. Wie er das machen möchte, den zweiten Teil, weiß ich nicht. Spielt dann wahrscheinlich in der heutigen Zeit, keine Ahnung. Mit einer anderen Figur. Oder mit einer anderen Figur. Und der Film heißt einfach Gladiator 2. Aber es wäre halt, sollte nicht Russell Crowe auch zurückkommen für die Rolle? Russell Crowe sollte zurückkommen, aber es wird ein bisschen schwierig, weil Russell Crowe ist mittlerweile auch älter geworden und fett. Ja, wenn man sich Nice Guys anguckt, er ist schon dicker geworden. Ja, er hat schon ordentlich zugelegt. Genau, also als Gladiator möchte ich ihn nicht sehen in Lederunterhosen. Gladiator, cooles Ding. Baller noch schnell direkt einen hinterher, dann kommen wir wieder in den abwechselnden Fluss. Okay, dann mache ich jetzt ganz kurz, hacke ich ab. Und zwar, den werde ich aber beim nächsten Talk noch besprechen, wenn wir dann über, soll ich sagen? Hau raus. Wenn wir dann über Mafia-Filme reden, aber nicht unbedingt über die jeder kennt oder die. Und also das, nicht sowas wie genau. Goodfellas oder sowas, wenn dich das jemand könnte fragt, auch nicht unser nächster Talk werden, sondern der ist geplant, der Talk. Okay, genau, der Talk ist geplant, sagen wir es besser so. Weil wir haben einen Dezember, der sehr Star Wars geprägt ist. Ja, das stimmt. Und danach im Januar dann vielleicht eher den Talk. Ich habe Donnie Brasco gesehen nochmal. Gestern. Donnie Brasco. Der ist von Mike Newell, der sagt dir nichts, der sagt mir aber auch nichts. Donnie Brasco ist der mit Jack Gyllenhaal und dem Hasen auf dem Cover, ne? Nein, Donnie Brasco ist... Das war Donnie Darko. Ach, fuck. Donnie Brasco ist... Das ist mit Johnny Depp. Donnie Brasco ist der Film mit Johnny Depp und Al Pacino. Okay, gut, da komme ich immer durch. Michael Madsen spielt mit. Oh, ja. Unter anderem, Johnny Depp und Al Pacino spielen die Hauptrollen. Und ja, um das kurz abzuhaken, es ist ein sehr fantastischer Film. Ich habe ihn bei Letterboxd gestern die Höchstwertung gegeben, weil ich... Also ich finde, dass Johnny Depps beste Performance ist. Es gibt natürlich noch andere, die sehr gut sind, aber ich finde, ich habe es, glaube ich, auch so in die Kurzkritik mit reingeschrieben bei Letterboxd. Du kennst Captain Jack Sparrow, du kennst Edward mit den Scherenhänden.
dann kennst du noch nicht Johnny Depp. Irgendwie so habe ich das, glaube ich, geschrieben. Genau, und von Al Pacino halt ganz zu schweigen. Es geht im Wesentlichen darum, es geht um, ist übrigens auch nach einer wahren Begebenheit, wie es halt bei so vielen Mafia-Gangster-Filmen ist. Wahren Begebenheit. Genau, so ein bisschen heute. es geht um Donnie Brasco, der eigentlich ganz anders heißt. Er heißt, jetzt muss ich kurz gucken. Ja, steht nicht da. Genau, er heißt Pistone, heißt er, glaube ich, mit Nachnamen. Pistone. Das ist Pistone, der ist mir noch so hängen geblieben. Frank Pistone heißt er, glaube ich. Ist jetzt nicht sicher. An dieser Stelle tut es mir leid. Aber Frank Pistone, und er ist halt FBI-Agent und wird undercover halt in eine Mafia-Familie eingeschleust. Unter dem Decknamen Donnie Brasco. Und das war so ziemlich die erste, mit Anführungsstrichen, erste Undercover-Einsatz in einer Mafia-Familie, die irgendwie durchgeführt wurde. Ach so. Irgendwie sowas. Und er ist auch beim FBI heutzutage eine Legende, der Pistone, also Donnie Brasco. War 6 Jahre lang undercover dort. Er sollte eigentlich nur, das ist witzig, er sollte eigentlich nur 6 Monate eingeschleust werden, um Informationen zu sammeln, und war dann aber 6 Jahre in dieser Mafia-Familie drin. Unter der Obhut von Al Pacinos Rolle, den Namen habe ich aber auch nicht, das ist halt irgendein italienischer Name, den kann keiner aussprechen, so Gustiero oder so, schieb mich tot. Sie entwickeln auch so eine leichte Freundschaft und das alles, aber es war halt irgendwie so der erste Undercover-Einsatz in einer Mafia-Familie durchs FBI, weil hier Hoover war es, glaube ich, oder J. Edgar, hier dieser, wo es auch einen Film gibt mit DiCaprio. DiCaprio, genau. Entweder war es er oder also J. Edgar oder Hoover, die hat nämlich gemeint, er fände die Arbeit undercover in der Mafia als schmutzig, weil er hatte Angst davor, dass die FBI-Agenten dann halt verdorben werden, also dass sie sich dann von der Mafia. Das könnte J. Edgar gewesen sein. Verleiten lassen. Den Film habe ich noch ganz grob irgendwo in meinem Hinterkopf gespeichert. Er hatte halt Angst davor, dass FBI-Agenten dann zu Mafia übergehen, sozusagen. Und ist ja auch gar nicht so ein falscher Gedanke. Ist halt kein falscher Gedanke, genau. Kann durchaus passieren. Genau, und Donnie Brasco ist halt dann so der Erste gewesen, der dann doch dort undercover war, und nach 6 Jahren hatte dann viele Informationen gesammelt und konnte 200 Leuten das Handwerk legen, sozusagen. Also 200 Leute kamen ins Gefängnis und 100 Mafia-Angehörige, sozusagen, also Mafiosi, konnten halt auch überführt werden, und er war dann sozusagen dieser Startschuss dafür. Ist ein sehr guter Film, aber werde ich dann expliziter beim dem anderen Talk dann besprechen. Donnie Brasco. Und da werde ich mir dann auch die Namen sicher merken und auch mitbringen, genau. Aber genau, Donnie Brasco. Interessanter Film. Ich muss, immer wenn ich deine Filme höre, denke ich mir, ich muss noch so viel nachholen. Ja, vielleicht kennst du den aber sogar, weiß ich nicht. Gesehen habe ich ihn noch nicht, das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Aber ich habe ihn schon mal irgendwo sicher auf Letterboxd oder so gesehen. Ich habe auch noch was relativ Aktuelles geguckt. Das ist schon wieder ein bisschen her, um ganz ehrlich zu sein. Aber kann man schon ein bisschen drüber reden. Ich habe Zombieland Double Tap geguckt. Richtig geiler Film. Von Ruben Fleischer, der auch den ersten Teil inszeniert hat und auch mit den gleichen Autoren. Mhm. Und die Autoren haben ja unter anderem auch Deadpool mitgeschrieben. Genau. Und den gleichen Cast. Mit dem gleichen Cast, größtenteils zumindest, und natürlich noch ein paar neue mit dabei. Eine Zoe Deutsch als Blondine, die fantastisch ist. Ich finde, die Blondine hat diesen Film gerettet. Also echt? Stellenweise muss ich echt sagen, fand ich Zoe Deutsch lustiger als viele Hauptcharaktere. Mhm. Also das lag einfach daran, weil sie diese Blondine wirklich so blöd spielt, dass es einfach nur zum Schreien komisch ist. Du denkst dir halt wirklich, wie kannst du so dämlich sein? Ich fand das mit der Nussallergie lustig. Die Nussallergie war sehr, sehr interessant. Im Großen und Ganzen, das grob für die, inhaltlich nochmal zusammenzufassen für Leute, die jetzt wirklich gar keine Ahnung haben, aber sollten hoffentlich. Tallahassee und Columbus haben sich mit Emma Stone und Abigail Breslin im Weißen Haus niedergelassen und leben dort so ein bisschen. Und Columbus macht den riesigen Fehler, Emma Stone Antrag zu machen. Das mag sie halt gar nicht, weil er damit klammert. Mhm. Sie setzt sich ab mit Abigail, und
Ja, auf dem Weg dorthin treffen sie einen Hippie, in den sich Abigail irgendwie verschießt. Und Abigail lässt Emma Stone zurück, die dann zurück zum Weißen Haus kommt, um dort dann halt Woody Harrelson und Jesse Eisenberg zu sagen, ich brauche doch eure Hilfe. Und ja, es tut mir leid, dass wir schon wieder, wie im ersten Teil, euer Auto geklaut haben und damit abgehaut sind. Also im Wesentlichen muss man mir wirklich sagen, der Film macht eigentlich vieles so wie im ersten Teil. Es ist alles mehr so ein Stationenabgeklapper. Geht viel mehr auf Gags, ist ähnlich wie der erste Teil recht trashig gehalten, gerade was so ein paar Effekte betrifft. Also das da, wenn man da meckern will, ist man hier in dem Film eher an der falschen Stelle, weil der Film macht es, glaube ich, mit Absicht auch ein bisschen schlechter, als es müsste. Weil da merkst du einfach, das passt einfach im Gesamtkonzept halt besser zusammen. Zumindest meiner Meinung nach. Ich hatte sehr viel Spaß bei dem Film. Vielleicht ein kleines bisschen mehr Spaß als beim ersten Teil, aber ich finde, trotzdem macht der Film mir gerade zum Ende hin, zum Finale hin, macht er mir zu viele Fehler. Das war mir zu drüber, wo ich mir auch gedacht habe, das habe ich jetzt wirklich nicht gebraucht. Das war halt auch so, sorry, genau jetzt wie im ersten Teil. Das ist ein kurzer, also sie landen dann bei so einer Hippie-Gemeinschaft und diese Hippies, die sind halt vollkommen bescheuert. So, du kannst da nur rein, wenn du deine Waffen einschmelzen lässt. Welcher Vollidiot in der Postapokalypse gibt seine Waffen ab und lässt sie einschmelzen? Das ist eins der dümmsten Ideen, die ich jemals gehört habe. So, ja, die Hippies halt, ne? Die Hippies, Alter. Kifft weniger. Genau, aber es gibt halt wieder halt sehr schöne, ich finde das Spiel mit den Regeln halt sehr lustig. Ja, auch denn diesen Battle mit dem anderen, der mit seine Gebote hat. Genau, das ist ja auch noch wunderbar. Aber das ist ja ähnlich wie im ersten Teil, so genau. Ein bisschen so bestimmte Sequenzen, zweimal in den Kopf geschossen, doppelt halt besser und die so wissen weiter. Halt, also der Film weiß, dass er eine Zombie-Apokalypse spielt. Genau. Also die wissen, dass das ein Zombie, ich glaube, das ist auch einer der wenigen Filme, wo das Wort Zombie auch vorkommt für die Zombies. In Walking Dead heißt ein Spicer, in Shaun of the Dead wirst du verflucht, wenn du Zombie sagst. Ja. Genau. Was ich auch mag, ist zum Beispiel dieser Running Gag, der sich durch den Film zieht mit dem Minivan, also mit dem Familienauto. Woody Harrison will immer was Krasseres und was Männlicheres am Anfang so einen richtig geilen Wagen gepimpt, mit einem Maschinengewehr obendrauf und wirklich alles drum und dran dabei. Den Clown klaut halt Emma Stone und Abigail und hauen damit ab. Der geht halt auch zum Schrott. Und der wird dann auch verschrottet und er muss sich ganze Zeit immer in solche richtig hässlichen Wagen klemmen. Genau. Übrigens, hier der eine Typ, der Tallahassee ziemlich ähnlich sieht, also auf den sie dann stoßen. Luke Wilson, genau, der sollte ursprünglich von Ryan Reynolds gespielt werden, weil die Autoren, die ja auch bei Deadpool am Drehbuch beteiligt waren, die haben halt die Connection zu Ryan Reynolds gehabt. Natürlich. Und eigentlich sollte er ursprünglich den Typen spielen. Hätte ich ziemlich charmant und lustig gefunden. Ja, aber Ryan Reynolds hatte wahrscheinlich wegen Pikachu keine Zeit. Ach, das war zeitgleich, oder? Wenn der dieses Jahr im September rausgekommen ist und Pikachu ist ungefähr im März rausgekommen, dann haben die wahrscheinlich... Wegen der Dreharbeit natürlich. Ja, genau. Aber ich muss im Großen und Ganzen sagen, die 10 Jahre, die man jetzt gewartet hat, haben sich eigentlich gelohnt, weil der Film macht eigentlich im Großen und Ganzen nichts falsch. Nö. Er macht genauso viel Spaß wie der erste Teil. Ein bisschen mehr, finde ich sogar. Genau. Vom Spaß her hat er für mich ein bisschen mehr gemacht. Weil man die Charaktere gemacht. Natürlich auch kennt jetzt. Ja, ne? Genau, und, aber ich finde halt, gut, du das Ende mal. Ist halt, ja. Das Ende drüber. Und es gibt halt wirklich so ein paar Momente, wo man sich denkt, das ist jetzt schon ein bisschen erzwungen. Mhm. Beziehungsweise es gibt halt auch wieder diese Logiklücken. Und ich bin allergisch gegen Logiklücken, es tut mir leid, viele können darüber hinwegsehen, ich nicht. Und das es gibt zum Beispiel pisst mich dann halt schon ein bisschen an. Es gibt zum Beispiel ein Logikloch, dass die dann am Ende in diesem Turm sind und die Zombies anlocken mit diesem ganzen Feuerwerk und sowas. Und das Witzige ist, man sieht dann in einer Einstellung, wie die Zombies ursprünglich gar nicht in die Richtung gelaufen sind, sondern die laufen eigentlich in eine ganz andere Richtung. Die werden quasi wirklich angelockt von diesem Feuerwerk. Das heißt, wenn die das Feuerwerk nicht gemacht hätten, wären die Zombies auch gar nicht da angekommen. Genau, also man muss halt so ein, wie gesagt, die Fehler. Hippies sind in diesem Film richtig blöd. Ja. Die sind richtige Vollhongs. Genau, so, aber wie gesagt, 10 Jahre gewartet. Ich glaube, die wollen nochmal 10 Jahre warten für den dritten Teil. Dann. Also Emma Stone hat irgendwie in einem Interview oder so gesagt, dass es doch irgendwie lustig wäre, in 10 Jahren dann den nächsten Film rauszusuchen. Ja, aber wobei dann ist, ich aber mir dann ist denken, Woody Harrison Ü60. Ja, also. Das ist halt so die Frage, dann sind sie vielleicht schon ein bisschen zu alt. Mhm. Also da wäre halt die Frage, funktioniert es noch? Ich fand es schön, was sie mit Bill Murray gemacht haben. Ja, das ist also wirklich, bleibt bis zum Schluss sitzen. Mhm. Da kriegt ihr ein Payback und Payoff. Es sind einige wirklich aus dem Kino gegangen, als der Abspann angefangen hat. Ich dachte mir so, alter Idee.
Idioten. Ja, ja, ja. Und dann kommt halt noch eine schöne Szene, die solltet ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Ich finde, bei dem Film kann man durchaus sehr, sehr viel Spaß haben. Es ist perfekt, wirklich, wenn ihr einfach mal lustigen Abend haben wollt, Bier auf und ihr habt wirklich... Und geht lieber in Zombieland 2 als in einem Marvel-Film. Genau. Weil, ich fast zu behaupten. Weil das ist einer der letzten Filme, der von 20th Century Fox mit rausgebracht wurde, glaube ich, hoffe ich. Ich hoffe, ich sage hier keinen Bullshit. Columbia ist der. Da gibt es nämlich auch diese schöne Intro. Sony. Ja, da gibt es auch dieses schöne Intro. Ja, ja, das ist auch wundervoll. Ich habe mich erschrocken. Du siehst dieses Columbia-Bild. Wirklich, das ist ja die Frau, die Fackel in den hochhält. Und dann kommt einfach in diesem Logo noch, kommen da zwei Zombies auf das Logo zugerannt. Und die Frau nimmt ihre Fackel, verkloppt die beiden. Die beiden sind tot und sie stellt sich. Es ist schön ironisch auf der Ebene. Und da weiß man halt auch, Sony versteht den Humor, ja. Und du merkst halt auch, die Leute hatten auch Bock drauf. Man muss trotzdem sagen, Abigail Breslin fand ich im ersten Teil stärker. Die fand ich hier teilweise. Die kleine Schwester von Emma Stone. Schwach. Die ist auch ziemlich alt geworden. Also erstens, in den 10 Jahren hat sie sich ziemlich krass verändert. Ja, sie ist jetzt halt knapp 20 oder 21 oder so. Und sie ist mimisch wirklich schwach. Sie ist wie The Rock. Nee, also The Rock ist, finde ich, noch ein bisschen schlechter. Also, okay. Aber hier fand ich, da hat sich bei mir hat sich persönlich zu ihrer Rolle nichts getan. So, mir war sie auch wirklich egal. Sie hat ein bisschen genervt, ne? Und sie ging mir auch auf die Nerven. Aber ich finde, wenn man Spaß haben will, ist man bei dem Film nicht falsch. Also ihr müsst euch halt darauf einstellen, dass halt Blondinenwitze gemacht werden. Und dass er halt trashig ist. Und dass er halt trashig ist auf einer bestimmten Ebene. Und wenn ihr euch mit diesen beiden Aspekten nicht anfreunden könnt, weil es euch nicht mehr zeitgemäß genug ist, dann tut es mir leid, weil ich finde, es kann auch mal ein bisschen unpolitisch gehen. Oder ein bisschen radikaler sein. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Auf der Ebene fand ich ihn halt sehr unterhaltsam. Verstehst du? Es wird sich quasi über eine Minderheit lustig gemacht, ohne sie wirklich, wirklich negativ darzustellen. Sondern, genau. Weil sie hat ja durch noch ihre Qualitäten, diese Blondine. Ja, das war mein anderer Film. Was kommt denn bei dir als nächstes? So, dann machen wir doch direkt weiter. Ah, genau. Bei mir kommt als nächstes, das sind einmal ein Original und einmal ein Remake. Ich werde aber nur das Remake hier besprechen, weil ich habe den halt zuletzt gesehen und das Original kannte ich aber auch. Und zwar Papillon. Also ich weiß nicht, ob ich das schon... Aus dem letzten Jahr, glaube ich, ne? Genau, ich weiß nicht, ob... Oder, nee, 2017 ist der, glaube ich. 2017? 2017, der ist von 2017, genau. Von Michael Nur, sagt mir null. die wahrscheinlich auch nicht. Mit Charlie Hunnam in der Hauptrolle als Papillon und auch mit Rami Malek. Charlie Hunnam kennt man aus Sons of Anarchy und Arthur. King Arthur. Genau, King Arthur. Von Guy Ritchie. Genau, und einigen anderen Filmen. Genau. Ist auf jeden Fall, also er ist auf jeden Fall bekannter jetzt schon, weil er auch in einigen anderen Produktionen gespielt hat. Spielt auch in nächstes Jahr, glaube ich, in dem Film, wo Daniel Craig auch mitspielt, hier dieser Knives Out, genau, der spielt auch mit. Ah ja, stimmt. Genau, und auf den habe ich auch richtig Bock, auf Knives Out, muss ich ganz ehrlich sagen. Ey, das ist so größten Respekt vor Rian Johnson. Ey, ganz ehrlich, er hat für mich Star Wars 8 richtig hart verwurschtet, aber auf den Film freue ich mich. Also, das ist so eine Cast, dieser Crime-Kammerspiel. Daniel Craig, Chris Evans, sorry, das muss ich jetzt kurz rauslassen, Toni Collette, das Mädchen von Tote Mädchen lügen nicht, und Charlie Hunnam und noch viele andere Leute. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich dachte sogar, der kommt dieses Jahr schon. Ja, ich hätte mich gefreut. Nächstes Jahr. Genau. Genau, es geht um, es ist übrigens auch wieder nach einer wahren Begebenheit, also irgendwie, weiß nicht, was haben wir gemacht? Zombieland, ist das nach einer wahren Begebenheit? Zombieland, ist das nach einer wahren Begebenheit? Also, was gut. Bill Murray betrifft, also vielleicht nach Walking Dead. Walking Dead ist ja auch eine halbe wahre Begebenheit, die sich in unser Gedächtnis negativ eingebrannt hat. Aber das war übrigens auch witzig, wie Jesse Eisenberg, also Columbus in den Films, Walking Dead liest und dann sagt, das ist total unrealistisch. Ja, das ist er. Jetzt zurück zum Thema, wir haben uns gerade verfahren, tut mir leid. Im Papillon geht es um Papillon. Papillon ist übrigens französisch für Schmetterling. Hat nämlich auch einen Schmetterling auf seine Brust tätowiert. Und es geht nach der Biografie von Papillon. Ich kenne jetzt übrigens den realen Namen nicht von ihm, deswegen sage ich nur Papillon. Da, Henri Papillon Charrière heißt er. Und er arbeitet so ein bisschen für den französischen Untergrund, so ein bisschen, also so Geldeintreiber und sowas. Und weil er sich halt in die falsche Frau verguckt hat, wird er halt von seinem Boss verraten, kommt ins Gefängnis wegen Mordes und landet dann. Landet dann auf einer kolonialisierten Insel. Gefängnisinsel. Eine Gefängnisinsel, genau. Und genau, muss dort halt seine Haft
so, also sein Haft absitzen. Eine Haft antreten. Genau, antreten und seine Zeit absitzen. Und dort lernt er Rami Malek kennen, also den von Rami Malek gespielten Charakter, der ein Anwalt war. Bekannt aus Bohemian Rhapsody. Genau, und Mr. Robot, genau. Gewonnen, ja. Und mit dem freundet er sich so ein bisschen an und er versucht ihn zu schützen und dafür soll Rami Malek ihn halt so ein bisschen auch unterstützen, finanziell und auch, also durch seine Anwalts-Connections da. Und Charrier, also Papillon, hat den Willen, von dieser Gefängnisinsel zu fliehen, also er möchte unbedingt flüchten. Das Problem ist halt, du kannst von dieser Insel nicht flüchten und wenn du, das ist ganz lustig, vom Gefängnisleiter wird das eine Ansprache halt gleich gesagt, beim ersten Fluchtversuch gibt es 2 Jahre in Isolationshaft, also Einzelhaft. 2 Jahre? 2 Jahre Einzelhaft. Beim, ach du Scheiße. Und beim zweiten Fluchtversuch gibt es 5 Jahre Einzelhaft. Ach du meine Güte. In einer dunklen Zelle. Und beim dritten Fluchtversuch wirst du halt getötet. Nee, ja, mit einer Guillotine. Wird in dem Film auch schon dargestellt. Der Film ist übrigens ab 12 Jahren freigegeben bei uns und ist in Amerika R-rated und das auch nicht so unrecht. Also der Film ist ziemlich hart. Wahrscheinlich doch eher ab 16 hier in Deutschland, oder? Nee, der ist ab 12 bei uns. Nein, aber ich meine, aber du würdest wahrscheinlich genau, eher sagen, ich hätte ihn, ab 16. Ja, ab 16. Also das Ding ist halt, der ist wahrscheinlich durch seine längere Erzählweise und durch den Bezug zur Realität, da gibt es ja hier diese halt komischen FSK. Es gibt ja noch eine bestimmte Art von Reflexion genau. Und so weiter. Ja. Aber von der Härte her hätte ich eher 16 gesagt, genau. Und ihm passiert das natürlich. 2 Jahre Einzelhaft, 5 Jahre Einzelhaft. Er wird nicht sterben, weil sonst würde es die Biografie wahrscheinlich nicht geben. Er hat es dann am Ende auch geschafft zu flüchten und ist ein sehr schöner Film, wo es halt auch um Freundschaft geht, um dass man zusammenhält, um so ein bisschen auch um den Willen, um den eisernen Willen, den man halt geistig hat, da durchzustehen. Und ist halt schauspielerisch von Charlie Hunnam und Rami Malek natürlich 1A gespielt. Viele sagen ja, das Remake ist unnütz und das Original kann eh nichts ersetzen. Das Original ist von Franklin J. Schaffner mit Dustin Hoffman, der Rolle, die Rami Malek spielt, also des Anwaltes, und mit Steve McQueen als Papillon. Okay. Auch sehr fantastisch natürlich, keine Frage. Super Film seiner Zeit. Aber ich finde, das Remake macht nichts falsch, macht nichts schlechter. Wahrscheinlich auch ein bisschen zeitgemäßer. Ist zeitgemäßer ein bisschen. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das hat Schröck bei Kino Plus auch schon gesagt und der Meinung bin ich eigentlich auch, es ist egal, welche Version du guckst, sie sind beide sehr gut. Also keiner davon ist besser oder keiner davon ist schlechter, sie sind beide sehr gut. Wenn du eher den heutigen Sehgewohnheiten gewohnt bist halt, dann guckst du eher das Remake. Ja, ja. Und wenn du sagst so, nee, ich habe eher Bock auf was Schönes, Altes, aber sehr Hochwertiges, guckst du halt das Original. Da kann ich meiner Seite schon sagen, wahrscheinlich für mich eher das Remake. Genau, weil ja. Ich merke halt immer wieder, gerade wenn ich mich an ältere Filme rantaste, ältere Filme, das hört sich jetzt so negativ an, aber großen sind halt ältere Filme. Wie gesagt, großen Respekt vor diesen Filmemachern und so weiter und so fort, aber das waren halt damals nun mal deutlich andere Sehgewohnheiten, da ist man wirklich durchaus anders an so einen Film rangegangen und ich fühle mich in der heutigen Weise eigentlich mehr zu Hause. Wohler, ne? Deswegen gehe ich heutzutage auch mehr ins Kino, als ich wahrscheinlich die ganzen alten Streifen nachhole, weil ich einfach, es passt für mich einfach besser. Das gefällt dir wahrscheinlich. Ja, besser. Ja, ja. Ja, dann würde ich halt an dieser Stelle sagen, eher das Remake. Hast du den? Den habe ich, ja. Leih mir ich habe beide aus. Auch. Also leih mir mal das Remake aus. Das Remake, okay. Das wäre cool. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. An der Stelle noch, es ist kein Mainstream-Film. Also Sitzfleisch braucht man. Und umso besser. Ist umso ziemlich besser. Lang gezogen. Umso besser. Genau. Papillon. Papillon, interessant. Genau. Interessant. Ich habe was nachgeholt. Ich kannte sehr, sehr lange den zweiten Teil, weil den hast du mir auch ausgeliehen. Und es ist ein Regisseur, der irgendwie so ein bisschen in die Action-Geschichte eingegangen ist. Ah, ja, okay. Ich will hier mal über The Raid reden aus dem Jahr 2011 von Gareth Evans. Gareth Evans oder Garth Ennis? Nein, nee, Gareth Edwards. Alter. Gareth Edwards ist der Regisseur von Godzilla und Rogue One. Ja. Gareth Evans ist der Regisseur von The Postal, The Raid, The Raid 2 und noch ein paar. Merantau hat er auch gemacht. Das weiß ich jetzt nicht. Okay, das war es in Aber das sind so die drei Filme. Und dann gibt es noch Garth Ennis, das ist, glaube ich, ein Comic-Autor. Okay, das sagt mir zum Beispiel gar nichts. Aber das verwirrt mich immer, ob Gareth Edwards oder der. Das ist verwirrend, genau, die hören sich alle sehr, sehr ähnlich an. Genau. Auf jeden Fall The Raid 2
war mir stellenweise vielleicht ein bisschen zu drüber, aber, aber actionmäßig war der echt fett. Also sagen wir mal so, der zweite Teil ist ein Action-Massaker pur und der zweite steht dem eigentlich im Nichts nach, abgesehen davon, dass er sich wahrscheinlich dem Budget angepasst hat und halt ein bisschen kleiner, kompakter ist. Man könnte vielleicht auch meinen, das ist zum Beispiel so ein Kritikpunkt von meiner Seite, der zweite Teil ist ein Ticken zu lang, weil der erste Teil geht, glaube ich, 91 Minuten oder so. Der ist nicht lang, 100 Minuten, glaube ich, irgendwie maximal. So, irgendwie sowas. Und der zweite Teil geht dann halt auch schon so in die 150 Minuten oder so. Ja, der hat Überlänge. Der genau, also hat eindeutig Überlänge, das weiß ich noch. Das hätte auch nicht sein müssen, aber ja, erzähl so, weiter. The Raid. Worum geht es überhaupt für Leute, die das jetzt nicht kennen? Es geht um Dread. Man könnte sagen, ja, es hat sehr viele Parallelen mit Dread. Also er, der Hauptdarsteller Iko Uwais, der auch im zweiten Teil die Hauptrolle spielt, der ist quasi bei einer seiner ersten Einsätze als Polizist mit dabei und stürmt mit einer Truppe ein Haus, in dem offensichtlich Gangster sitzen sollen und versuchen dort quasi so viele Leute möglich festzunehmen, aber halt keine Gefangenen zu machen. Das heißt, es wird sofort das Feuer eröffnet. Es ist nicht, der ist ab 18 der Film und auch nicht ohne Grund. Ja, zu Recht. Und genau, die Gangster bekommen raus, dass die Leute im Haus sind und ich sage, dann geht das Gemetzel eigentlich richtig los. Von der Truppe bleiben drei Leute übrig, glaube ich. Ja, drei bis vier Leute bleiben da übrig. Und Iko Uwais klopft sich da wirklich durch Stockwerke durch. Ich habe mal wieder Bock, den zu gucken. Also, ich erinnere mich gerade so an einzelne Szenen. Oh, wer hier, also gerade wer erstens Actionfilme liebt und auf choreografierte Kämpfe steht, die nicht zerschnitten sind. So Jackie Chan-Style, so ja, echte genau, Stunts und sowas. Echte Stunts und so weiter. Dem sei dieser Film sowas von an Herz gelegt, weil es gibt da wirklich, glaube ich, zwei, drei Sekunden Sequenzen von 4 bis 6 Minuten lang, da kloppt, das ist einfach durchchoreografiert. Dieser Gang, ne, Beispiel, es gibt den Gang und das ist krass. Es gibt so ganze Sequenzen, da wechseln die Zimmer, während die sich kloppen, ohne Ende. Und du hast nie das Gefühl, dass es irgendwie unterbrochen wird. Du hast halt hin und wieder mal eine Verschnaufpause für den Stockwerk Darsteller, so. genau so krass. Es ist einfach, es ist ziemlich heftig, ziemlich brutal, ziemlich gute Choreografien. Ich hatte sehr viel Spaß beim Gucken und habe extremst großen Respekt vor diesem Film, weil solche Filme gibt es leider heutzutage viel zu selten. Wenn man gerade über Actionfilme explizit sprechen muss man ja wirklich fairerweise dazu sagen, viele Leute nehmen sich nicht mal mehr die Zeit für eine Choreografie. Genau, da hast du viele Schnitte drin, das wird halt ganz oft wiederholt. Da macht eine 96 so. Hours ist für mich ein bestes Beispiel. Das ist auch so übertrieben schnell. Also da kriegst du ja auch gerade Teil 3, also das war furchtbar. Bei Teil 2 war es noch okay und bei Teil 1 auch noch, aber ab Teil 3, da sind alle guten Geister weg gewesen. Man muss halt dazu sagen, The Raid sind halt indonesische Produktionen, also nicht mal Hollywood. Das ist nicht Hollywood. Genau. Und da ist halt noch da sieht man halt nochmal so, ja, die haben eigentlich gezeigt, so Choreografie, es kann richtig geil sein und so. Also ist nochmal, also, oder man ist eine Rückbesinnung, weil es gab es ja damals aus China und so schon, die ganzen chinesischen Filme. Die beziehen sich natürlich dann auch auf ihre Samurai, Karate, Jiu-Jitsu und so weiter, was weiß ich. Ich glaube, das ist sogar eine eigene Kampfkunst, sogar noch in The Raid. Ich weiß aber nicht, wie sie heißt. Also, das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Aber da sieht man mal so, ja, Hollywood, die machen halt ihr Ding und dann kommt sowas mit echtem Schweiß und echter Arbeit, echter Arbeit in Anführungsstrichen natürlich, weil die anderen in Hollywood, die arbeiten natürlich auch, aber hier sieht man halt natürlich nochmal einen richtig schönen Einsatz von einem krassen Willen, also wir wollen das Ding hier durchboxen und auf so, jeden wir Fall. Haben da richtig Bock drauf und genau, also, auf jeden Fall sehr geil. Man sollte trotzdem ein bisschen die Erwartungen an die Story vielleicht zurücksetzen. Die ist gut, aber die steht echt nicht im Vordergrund. Genau, im zweiten Teil wird es dann halt eher ausgereift und es liegt halt auch so ein bisschen an der Zeit. Die Story vom zweiten Teil ist tatsächlich besser als die vom ersten. Also das muss man fairerweise sagen, wobei ich finde den ersten ein bisschen bodenständiger als den zweiten, weil der zweite, der hatte schon stellenweise... Einige Kämpfe, dann warum stehst du denn jetzt wieder auf? Ja, es ist trotzdem halt mega unterhaltsam. Also das kann man bei beiden Filmen auf jeden Fall sagen. Kann ich auf den zweiten Teil auch noch ein bisschen eingehen, weil ich hatte auch beim zweiten Teil sehr viel Spaß. Wie gesagt, abgesehen davon, dass er halt ein bisschen länger ist und sich auch stellenweise mehr auf die Story fokussiert und auch ziemlich nahtlos eigentlich an den ersten Teil mit anschließt. Ja. Jetzt habe ich zum Beispiel, ich hatte ja nur den zweiten erst von dir gesehen und dann habe dann erst verstanden, was das mit dem Bruder und so weiter alles auf sich hatte. Ja, der fängt komisch an. Da kommt man aber relativ gut rein eigentlich und ich habe den relativ positiv in Erinnerung, weil es gerade, ich glaube im Finale gab es die Kämpfe gegen die Leibwächter von den Bösewichten. In welchem Teil jetzt? Im zweiten, mit der Frau, die ganze Zeit, ich glaube die stumm war oder so. Genau.
mit ihren komischen Minisensen. Genau, genau. Typen in Baseballschläger, das war ein kranker Fight. Wo er den Baseballschläger, das Face von dem Typen. Da, das war ein ziemlich kranker Fight. Den habe ich sehr positiv. Und das in der Küche danach. Ja, das in der Küche war auch mies. Also bei diesen beiden Filmen, The Raid und The Raid 2, und ich glaube, es soll ja auch noch The Raid 3 kommen. Also Gareth Evans hat gesagt, dass er ihn machen will, aber dass er sich erstmal auf andere Projekte fokussieren will. Also Raid 3 erwarte ich sehnsüchtig. Ja, das Letzte, was ich gelesen habe, war, dass, also von Gareth Evans. Wo er bei Twitter auf einen Fan drauf geantwortet hat, da hat er nur geschrieben, er sieht schwarz für Teil 3, er hätte aber noch, er lässt es nicht aus den Augen, und er hat noch Bock drauf, aber er sieht im Moment schwarz dafür, also es kann noch ein paar Jährchen dauern. Und das wird dich jetzt natürlich wieder aufhorchen lassen, beziehungsweise du wirst natürlich wieder sagen jetzt, ah, natürlich, wer hätte es gedacht, es soll natürlich ein amerikanisches Remake geben, ne, vom ersten Teil. Ist Gareth Evans nicht irgendwie Amerikaner? Oder Australier Brite. Zumindest? Brite, glaube ich. Brite ist er, glaube ich. Okay. Aber er ist... den gibt es doch auch auf Englisch. Ja, naja, er ist Brite und ist, glaube ich, dann in Indonesien aufgewachsen und kennt sich dann auch so ein bisschen aus. Haben die den Film nicht auf Englisch gedreht? Ich glaube schon, ja. Warum denn nochmal ein amerikanisches Remake? Na, weil... Weiß ich nicht. Ich kann es nicht sagen. Also ich kann nur sagen, bei Gareth Evans machst du nichts falsch. Ich mochte auch The Apostle sehr. Mhm. Der war ziemlich hier mit, schön hart. Das wie heißt er? Der die Schöne und das Biest gespielt. Der hat bei die Schöne und das Biest gespielt. Der hat bei... Wo hat er noch mitgespielt? Sag mir noch was. Weil bei Schöne und das Biest habe ich nicht gesehen. Hier, The Guest, keine Ahnung, wie der Film heißt. Das ist eher so ein kleinerer Film. Oh, wenn du den noch nicht kennst, der leichtet ihm aus, der ist nice. Okay. Ist ein cooler Schauspieler, aber du weißt, wen ich meine. Der hat bei Apostel den Hauptdarsteller gespielt. Ja, genau. Der, ja. Fällt mir den Namen gerade nicht ein. Egal, okay. The Apostel machst du auch nichts falsch, gerade auf Netflix ist verfügbar. Ist auch ein Netflix-Original und eins der wenigen wirklich geilen Netflix-Original. Was hast du noch auf deiner Liste da stehen? Ich habe einen sehr schönen Kriegsfilm in meiner Liste, also Antikriegsfilm. Schönen Kriegsfilm. Antikriegsfilm. und zwar The Thin Red Line, beziehungsweise Der schmale Grat von Terrence Malick von 98. Den hat unter anderem auch David Hein in seiner Top 5 mit drin. Ja, ich weiß, wir lästern so ein bisschen über David Hein, aber was das angeht, kann ich so ein bisschen mit ihm mitgehen. Es geht erstmal darum, es geht um eine US-Truppe im Zweiten Weltkrieg, die im Pazifik einen Berg in Japan, also im Pazifik in Japan halt sicherstellen müssen. Also die müssen einen Berg einnehmen. Ich kann jetzt den Namen des Berges nicht mehr nennen, aber das ist so die Mission. Berge sind ja immer taktische Positionen. Genau. Und die sollen das halt einnehmen so. Und es wird halt so, was Terrence Malick in dem Film macht, ist, er stellt so ein bisschen die Schrecken des Krieges der Schönheit der Natur sozusagen gegenüber. Also du hast immer so Szenen, wo du immer ein Lager findest, was gerade die Amerikaner eingenommen haben, so ein japanisches Lager, was halt total zerbombt ist, überall liegen Leichen, es regnet, es ist halt total dreckig, schmutzig, düster. Und im nächsten Cut hast du dann auf einmal eine schöne, lange Kamerafahrt durch einen Regenwald mit irgendwelchen Tieren in Close-Ups und schöner Musik, Bachrauschen und alles und Sonnenstrahlen, die durch die Bäume gehen. Also du hast so einen richtig schönen Kontrast, also du hast halt einmal, wie gesagt, das Schrecken des Krieges und halt dann auf der anderen Seite die Schönheit des Lebens. Der Natur. Natur. Und du hast auch so einen Soldaten, der mal im Wasser schwimmt und sich von den Sonnenstrahlen berieseln lässt. Das sind sehr schöne Bilder. Und im nächsten Moment oder zwei Szenen weiter stirbt dann dieser Soldat. Also das ist halt ein richtig krasser Kontrast und das, finde ich, hat Terrence Malick halt richtig geil hinbekommen. Was dich vielleicht ein bisschen triggern wird, ist, es sind sehr, sehr viele Schauspieler in diesem Film, die ganz kleine Rollen spielen, aber die kommen halt trotzdem vor. Unter anderem spielt Jim Caviezel spielt so ein bisschen so die Hauptrolle. Der wird jetzt nicht unbedingt vielleicht was sagen, aber es spielt auch noch Nick Nolte, spielt mit Woody Harrelson, George Clooney, wer ist der? Sean Penn spielt mit Adrian Brody. Punkt, also immer so weiter. Es spielen sehr, sehr viele hochkarätige Schauspieler mit. Die spielen, also George Clooney zum Beispiel ist, glaube ich, nur 5 Minuten in diesem Film zu sehen, aber es ist sind dabei, halt, genau, also, es sind halt sehr, sehr viele krasse Schauspieler dabei. Wie gesagt, der ist einfach ein schöner, kontrastreicher Film, wie das halt geschafft hat. So, du siehst halt wirklich in einem Moment so, denkst du so, oh fuck, Alter, der Krieg ist ja richtig krass. Ist natürlich ein Antikriegsfilm logischerweise so dargestellt. Ja, schön. Und im nächsten Moment. Brutal und so. Genau, und dann unangenehm. Genau, und im nächsten Moment. Und denkst du nur so, was
geht eigentlich bei den Menschen ab so. Und im nächsten Moment denkst du nur so, die Welt hat auch schöne Seiten. So, ja. Also, und das ist krass, wie der das hinbekommt. Ist aber immer ironisch. Ich finde es immer ironisch, weil die schönen Seiten der Welt sind halt in der Regel nie von Menschen gemacht. Genau, deswegen ja. Also du hast halt die Schrecken des Krieges und halt die Schönheit der Natur. Also du hast halt, der Schrecken ist vom Menschen und die Schönheit ist sozusagen von der Umwelt, also von der Natur geprägt. Für alle Fridays for Future Befürworter wahrscheinlich ein sehr schöner Film für die. Naja, wer weiß, mal gucken. Naja, aber ja. Schmale Grat habe ich schon viel von gehört. Terrence Malick habe ich halt überhaupt nicht auf dem Zettel. Was hat denn der sonst so gemacht? Das kann ich jetzt nicht sagen, aber es gibt bei Kino Plus so einen schönen Battle zwischen Tino Hahn und Wolfgang M. Schmidt. Und zwar, Tino Hahn sagt so, ah ja, Terrence Malick ist ein richtig, also der spritzt richtig auf Terrence Malick ab, also in, als Metapher. Und Wolfgang M. Schmidt sitzt halt so daneben und meint so, ja, der Schmale Grat war, Terrence Malicks war ein guter Film, aber alles, was danach kam, da würde ich den Mantel schweigen. Und Tino Hahn dann nur so, also das ist so ein schöner Battle, die sich da so ein bisschen geben. der Schmale Grat ist wirklich ein sehr guter Film. Terrence Malick habe ich ansonsten nicht so krass auf dem Schirm. Auf jeden Fall den Film. Und ist auf jeden Fall eine Empfehlung, den dürfte es gerade auf Netflix geben. Okay, gut, dann nutze ich das natürlich. Genau. Kann ich den nochmal nachholen. Ja. Interessanter Film, wie gesagt, gucke ich mir auf jeden Fall an, weil es steht bei mir schon länger auf dem Zettel, aber ich habe da mich irgendwie noch nie so wirklich... Aber die Schauspieler könnten dich vielleicht ein bisschen getriggert haben. Ich habe mich auch nie so wirklich damit auseinandergehört. Mhm. Ich habe halt immer nur gehört, Kriegsfilm. Und ich muss ganz ehrlich, also zumindest, kann auch sein, dass es Antikriegsfilm, wie gesagt, aber ich habe vermehrt Kriegsfilm gehört und mich interessieren Kriegsfilme jetzt nicht so ungemein. Es ist nicht so mein Genre, um das so zu sagen. Aber gucke ich es mir Es ist auf jeden Fall mal was anderes als zum Beispiel diese typischen Kriegsfilme. Genau. Also, Ja. Jetzt kommen wir, glaube ich, zum heutigen Lester-Film der Stunde. ich habe vor kurzem, also ich schäme mich selber auch ein bisschen. Dass du den geguckt hast, aber du hattest eine lustige Geschichte dazu. Du hast erst was Krasses gesehen und dann hast du Bock gehabt, mal wieder was Schlechtes zu sehen. War es nicht irgendwie so? Nein. Moment. Lass mich das mal kurz nachgucken, dann kann ich dir das vielleicht nochmal genauer sagen. Ich habe zuletzt gesehen Transformers Ära des Untergangs von Michael Bay aus dem Jahr 2014. Ich muss ganz ehrlich sagen, auf den ersten Transformers und auf Bumblebee lasse ich nichts kommen. Das sind beides sehr unterhaltsame Filme, die mag ich persönlich auch sehr. Teil 2 war schwächer, aber irgendwo noch unterhaltsam. Teil 3 ähnlich. Also ich habe mich halt, die Figuren haben mich halt null gepackt, das muss man halt fairerweise auch dazu sagen. Und jetzt Teil 4 hatte ich mal, glaube ich, irgendwann angefangen und habe ihn aber nicht weitergeguckt, weil ich glaube, mein Stream damals abgekackt ist. Und der war irgendwie gerade auf Amazon oder so. Und ich habe mir gedacht, ich will mal zu Ende gucken, weil... Großer Fehler. Ja, es war ein großer Fehler. Es tut mir auch sehr leid, dass wir hier jetzt über diesen Film reden müssen, aber ich finde, wir brauchen hier so ein bisschen so eine Abwechslung, weil wir können ja nicht nur loben, sondern wir müssen ja auch irgendwo mal ein bisschen draufschlagen können. Genau. Also für alle, die es nicht wissen, dass die Transformers dafür verantwortlich waren, dass die Pyramiden gebaut wurden. Das waren die Transformers. Genau, das waren die Transformers und ihr werdet es nicht glauben, aber die Transformers haben auch die Dinosaurier ausgeraubt. Ja, das auch. Ich bin auch, also dieser Verschwörungstheorie schließe ich mich gerne an. Ich weiß auch, warum wir nie wieder zum Mond geflogen sind. Transformers auf der dunklen Seite des Mondes. Das war, glaube ich, sogar der dritte Teil. Das war der dritte Teil. Genau, das war der dritte Teil. Das hat alles eine Erklärung. Das ist halt, also ganz ehrlich, ich muss sagen, Mark Wahlberg ist ganz okay. Er ist unterhaltsam. Also das ist eine nette Abwechslung zu Shia LaBeouf. Shia LaBeouf war ein bisschen blass. Ist immer ein bisschen blass gewesen, gerade auch, weil man dem Charakter halt nicht wirklich Zeit gegeben hat, auszuarbeiten. Das war bei Mark Wahlberg ein bisschen besser. Man ist halt direkt mit ihm eingestiegen. Man hat eine ziemlich gut herausgefunden, der ist halt Monteur und der kriegt halt sein Leben man einfach nicht kind, auf die. Ne? Er hat seine Tochter. Ist die Tochter nicht sogar die von Sicario 2? Und plötzlich Familie? Das ist eine andere. Das ist die, dann habe ich es falsch im Kopf. Das ist die jetzt bei Dora und die Goldene Stadt die Hauptrolle spielt. Aber die hat bei Bumblebee das Mädchen gespielt. Nein. Shelley, wie heißt sie? Kelsey Grammer könnte sein. Ich habe keine Ahnung. Ich habe hier nur die Namen aufgeschrieben, das juckt mich auch überhaupt nicht. Ja, egal. Erzähl weiter, hate mal ein bisschen. Ganz ehrlich, TJ Miller war unterhaltsam, solange er im Film war, aber er ist nicht besonders lange im Film. Wer ist das? TJ Miller.
spielt bei Deadpool den Vollhonk mit der Brille und dem Bart und den langen Haaren, der die ganze Zeit in der Bar steht. So, der ist halt Comedian und der kann das halt gut und der war halt unterhaltsam. Der hat das nicht mal bis zur ersten Frage geschafft bei einer Folterung. Ganz genau. Genau der. Genau der. Der war kurz im Film, den fand ich ganz unterhaltsam, okay. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es, ich hab ihn, glaub ich, verdrängt, wo die Peinlichkeiten losgehen, sind, wie Mark Wahlberg damit umgeht, dass seine Tochter jetzt einen Freund hat. Das ist permanent nervig. Also der geht dir ständig auf den Leim. Wenn ich der Sohn wäre in die Situation, würde ich meinem Vater in die Fresse hauen. Weil das einfach wirklich Sachen meiner Privatsphäre, die hat meine Eltern nicht zu interessieren. Und in deren Sicht ist mir Mark Wahlberg doch ein bisschen auf die Nerven gegangen, so leider. Also er war halt schon noch unterhaltsam auf einer bestimmten Ebene, hat gute Witze gebracht und gute Sprüche geklopft. In deren Sicht hat es ganz gut funktioniert. Stanley Tucci spielt wieder die Rolle, die er auch schon in Transformers 1, 2 und 3 gespielt hat. Ich muss einmal auf jeden Sack. Er geht mir auf den Sack. Also gibt es da nicht diese Szene, wo die im Auto sitzen und durch Chinatown fahren oder sowas und er die ganze Zeit am Schreien ist irgendwie, weil sie beschossen werden? Genau. Oh Gott, ist das schlimm. Genau, ganz genau. Wo er den Koffer die ganze Zeit in der Hand hat und so. Das ist dieser scheiß Koffer, Alter. Das ist, geht mir wirklich tierisch auf die Nerven. Also fairerweise muss man sagen, das CGI sieht ganz gut aus. Und die Explosionen sind natürlich Michael Bay-typisch geil. Also auf der Ebene kann man jetzt nicht großartig meckern. Also wenn man wirklich so einen Materialschlacht-Blockbuster haben will, hat er eigentlich im Wesentlichen auf der technischen Seite eigentlich alles zu bieten. Aber wie gesagt, Handlung, Pacing, Lücken, Charaktere, alles schwach und scheiße. Ja, also ganz ehrlich, guck mal, ganz am Schluss kommen dann, wie heißt der große? Optimus Prime erweckt am Schluss die Ur Transformers auf und das sind halt einfach nur elektronische Dinos. Also die haben weder Schusswaffen, aber die können halt wirklich nichts. Die rennen einfach nur durch die Stadt und machen die Häuser kaputt, aber mehr können sie auch nicht. Die können fliegen, wow, sie sehen aus wie Dinos, wow, aber das bringt uns doch gar nichts. Ich fand auch ein bisschen schade, weil Bumblebee kam mir ein bisschen zu wenig in diesem Film vor. Für mich ist er einer der Sympathieträger. Ich finde, Optimus Prime ist für so einen Film einfach viel zu ernst. Ich finde, Optimus Prime hat mich auch schon ab Teil 2 genervt. Ja, also er ist halt auch hochtragend. Also auf der einen Seite will er die Menschheit helfen, auf der anderen Seite will er sich von der Menschheit verbissen, auf der anderen Seite ist er den Menschen irgendwie was schuldig, auf der anderen Seite irgendwie nicht. Er kann sich halt nicht entscheiden. Es dreht sich bei ihm wirklich die ganze Zeit auf der Stelle und du denkst dir, Alter, halt die Fresse. Ich glaube auch ein Problem ist bei der Transformers-Reihe, ich glaube, Optimus Prime ist dreimal gestorben in dem Film und dann wieder aufgetaucht. Teil 2 stirbt am Ende, dann kommt er wieder, in Teil 4 ist er. In Teil 5 ist er der Böse, das Problem, dann ist er dann wieder gut. Das Problem bei Transformers ist halt, die kannst du halt zusammenbauen. Das heißt, die sterben niemals wirklich. Ja, aber das ist halt immer so. Das ist platt natürlich und blass ganz schön an den Haaren herbeigezogen, stimme ich dir vollkommen zu. Da könnte man auch ein bisschen konsequenter sein, aber mich hat der Film einfach nur genervt. Und ich habe im Nachhinein dann auch wirklich bereut, dass ich ihn noch ganz geguckt habe. Aber ich bin nun mal ein Typ, ich breche Filme in der Regel ungern ab. Ja. Also wenn, dann spule ich vor. Das ist mir auch in diesem Film ein paar Mal passiert. Was ich auch nicht leiden kann, ist, wenn man frühzeitig aus dem Kino geht. Weil dann denke ich mir so, dann guck ihn doch wenigstens zu Ende. Vielleicht kommt ja doch noch was, was dir gefällt. Ja. Aber nein, gab es schon zu häufig, was ich gesehen habe. Also ich glaube bei... Das krasseste Beispiel war bei mir nach 5 Minuten. Also nicht bei mir persönlich, sondern ich saß im Kino und nach 5 Minuten bei ist jemand gegangen. Film? Ich glaube, das war das Carrie Remake. Ist jetzt kein besonders guter Film, aber... Nach 5 Minuten schon gehen, da weißt du nicht, wie der Film ausgeht. Also da hast du nicht viel mitgenommen. So. Und gerade hier in Halle, wo du fürs Kino halt nur 6 Euro zahlst, dann kannst du halt schon mal sitzen bleiben. Also das ist ja fast geschenkt. Für so viel Geld kannst du dir auf Amazon einen Film ausleihen. Also das ist schon preislich echt eine gute Ebene. Also ich muss sagen, wie gesagt, der Film hat mich echt nicht angeturnt. Ich war danach, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich davor gesehen hatte. War das auch was mit Michael Bay? Könnte gut gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Kam Explosion vor, schnelle Shots, sehr viele amerikanische Flaggen. Dann ist es Michael Bay. Gut möglich gewesen. Ich muss hier noch über einen Namen ein bisschen Witze machen, da kann die Frau jetzt auch nichts. Das ist eine asiatische Schauspielerin, die in diesem Film mitspielt und die heißt einfach Li Bingbing. Es tut mir leid, aber dieser Name... Es ist ein bisschen Rassism an dieser Stelle, dieser Name lustig. Ist leider trotzdem irgendwie lustig. Es tut mir leid, wenn ich damit jetzt irgendwie jemanden beleidigt habe. Das war nicht die... Ich warte auf den Tag, wo ich in einem asiatischen Film oder irgendeinem Film den asiatischen Namen Kakpu lese aus How I Met Your Mother.
dass sich wirklich jemand so genannt hat. Da auf den Tag warte ich noch. Ja, genau. Auf jeden Fall, das war da. Ja. Aber schön, dass du auch mal einen Hate rausgehauen hast, weil über die kann man schnell sprechen. Ja. Und sich auch ein bisschen aufregen und ein bisschen abreagieren vom Tag. Das ist ja, so ein bisschen schön. Energie rauslassen. Genau. Lass uns diesen Film jetzt hier abschließen und du brauchst jetzt noch nie wieder darüber reden. Ja, genau. Mein letzter Film, den ich mitgebracht habe, ist, ich habe meinen Code vergessen. Ah, genau, stimmt, über den habe ich ja schon geredet, den hätte ich eigentlich bedecken müssen. Und zwar ist das The Disaster Artist. Aus dem Jahr 2017 hat letztes Jahr ein Golden Globe abstauben können für James Franco. Für James Francos Rolle. Über den Golden Globe, über die Entscheidung des Golden Globes für James Franco war Hugh Jackman nicht sehr angetan. Der auch wollte, für Logan. Ja, er wollte den wahrscheinlich für sich selbst haben. Hätte ich ihn auch gegönnt, also ja, an dieser Stelle. Ja, ja. Oscar nicht unbedingt, aber Golden Globe, ja, von mir aus. Der Film ist von James Franco. Das ist auch außergewöhnlich. Und er spielt ja mit seinem Bruder zusammen. Dave Franco war es. Sein Cousin. Cousin? Ich glaube, das ist sein Cousin. Dave Franco ist, glaube ich, sein Cousin. Auf jeden Fall. Also sie sehen sich auf jeden Fall ähnlich. Ne? Und sie sind auch miteinander verwandt. Genau, sie sind halt auch auf miteinander jeden Fall. So. Dave Franco spielt seinen Freund Greg. Also die werden Freunde während des Films, Greg. Seth Rogen hat zum Beispiel auch natürlich seinen Cameo-Auftritt. Worauf basiert denn dieser Film? Dieser Film, und das ist jetzt kein Scheiß, dieser Film basiert auf den schlechtesten Film aller Zeiten. Und das ist jetzt The Room. Genau, das ist jetzt nicht von mir meine Meinung, sondern The Room ist wirklich der von ist offiziell anerkannt als der beste schlechteste Film der Welt. The so. Room, und zwar geht es um wie heißt der? Fuck. Ich habe den nach Tommy Wiseau. Es geht um Tommy Wiseau, gespielt von James Franco. Ist ein sehr mysteriöser Typ. Ist mega strange. Das wird in dem Film auch sehr, sehr deutlich. Und auch bei The Room, also bei dem echten Originalfilm, wird es sehr deutlich, dass Tommy Wiseau ein sehr stranger Typ ist. Man erfährt nicht viel über seinen Hintergrund. Man fragt sich zum Beispiel, woher hat er das ganze Geld für den Film, den er da finanziert. Also es ist halt, The Disaster Artist, da geht es um die Biografie von Tommy Wiseau, also wie es zu dem Film The Room kam. So ein bisschen das Making-of, das gestellte Making-of. Genau, quasi. Sozusagen, also die Hintergrundgeschichte so ein bisschen. Und man fragt sich zum Beispiel, wie kam Tommy Wiseau zu 6 Millionen Dollar für den Film? Er hat nämlich 6 Millionen Dollar in diesen Film gesteckt. Wer weiß, wer hätte Koks getickt? Man weiß es bis heute nicht, was er genau gemacht hat. In einem Interview hat er nur an einer Stelle gesagt, dass er unter anderem Lederjacken aus China verkauft hat auf dem Schwarzmarkt und somit ist er halt an das Geld gekommen. Also, aber es ist unter anderem eine Sache. Aber trotzdem, was genau, Respekt, also Respekt, sowas für einen Film zu tun, um den sich finanzieren zu können. Aber wenn man The Room gesehen hat, dann fragt man sich, wo sind die 6 Millionen in diesem Film. Ne, doch, es gibt ja, ich habe beide Filme nicht gesehen. Ja. Ich kenne aber Ausschnitte von The Room, also beziehungsweise vom Behind-the-Scenes-Material von The Room, dass die da halt wirklich teilweise Greenscreen-Sachen gemacht haben. Das ist aber das Witzige. Das soll aber richtig schlecht sein. Bei Disaster Artist gibt es eine richtig schöne Szene. Der erste Drehtag, sie fangen an mit der ersten Szene und Seth Rogen ist der... wie nennt man das, wenn ein Regisseur in einer Szene spielt und dafür springt dann für ihn jemand anders ein? Der Co-Regisseur. Genau, irgendwie sowas. Director, Assistant, irgendwie sowas. Ja. Und das ist Seth Rogen. Und da gibt es eine richtig schöne Szene. Erster Drehtag, die fangen an und die haben wirklich, der komplette Film besteht nur aus Sets. Und das ist lustig, Seth Rogen sagt so, oh, seht mal, wir haben hier die Seitengasse als Set gebaut und da drüben ist die echte Seitengasse. Sie sieht genauso aus. Warum drehen wir nicht einfach an der echten Gasse? Und Tommy Wiseau, also James Franco, meinte nur, ja, das ist doch aber Film, das hier ist Film, wir wollen doch, dass das so aussieht wie im Film. Also James Franco, also Tommy Wiseau, spricht in dem Film die ganze Zeit, als ob er total auf Drogen ist, total bekifft ist, aber er ist anscheinend so. Witzig an dieser Stelle, Tommy Wiseau hat sich als Joker beworben. Ja. Für den Joker-Film. Ja, ja. Also für den Joker-Film. Hätte ich mir jetzt auch wahrscheinlich, hätte ja vielleicht funktionieren können. Es gibt Test-Screenings und nein, das hätte nicht funktioniert. Also Tommy Wiseau ist ein, es geht so ein bisschen... Lass mich das kurz noch grob umreißen. Tommy Wiseau hat ja bei The Room nicht nur Regie geführt, weil er Hauptdarsteller und hat das Drehbuch geschrieben. Genau, und wahrscheinlich produziert. Produktion neben seinem Freund Greg, dann Drehbuch geschrieben. Das Drehbuch war übrigens ursprünglich über 500 Seiten lang. Es wurde massiv gekürzt. Also goldene Regel für jeden Drehbuchautoren, wenn euer Drehbuch länger ist als 100 Seiten, kürzt es lieber. Mhm. Weil in der Regel werden es dann mindestens 100 Minuten oder mehr.
Und wenn ihr bei 500 Seiten seid, habt ihr, 500 habt ihr eine Miniserie. Habt ihr wirklich, dann lohnt sich das eigentlich keinen Film draus zu machen. Genau. Dann macht ihr lieber eine Serie draus. Genau. Und also Regie, Produktion, Hauptdarsteller gemacht. Und Tommy Wiseau ist kein guter Regisseur, kein guter Hauptdarsteller, kein guter Darsteller. Er hat, also der Film fängt. Von der Produktion her, aber das kann man halt schlecht beurteilen. Ja, der Film fängt damit an, Tommy Wiseau ist an verschiedenen Theatern, versucht sich als Schauspieler zu etablieren. Schafft das nicht, weil er hat kein Gespür dafür für Schauspielerei und für Dramaturgie und das alles. Und er lernt, Timing wahrscheinlich auch. Timing und das alles. Er lernt Greg kennen, der von Dave Franco gespielt wird. Dave Franco ist so ein bisschen fasziniert von seiner Art, also von sein, weil er selbst will auch Schauspieler werden unbedingt, aber kann sich nicht so richtig durchsetzen. Er wird so ein bisschen von Tommy aufgebaut, fängt dann auch an, sich richtig, also Greg ist eher so ein schüchterner Typ, also er kommt nicht so richtig in den Rollen raus und Tommy bringt ihn so ein bisschen dazu, dass er auch in Rollen richtig aus sich rauskommt und auch so ein bisschen mehr Drama zeigt. Ein bisschen zu viel vielleicht. Drama Baby. So ein bisschen zu viel vielleicht, aber die freunden sich halt an und dann starten sie einen Roadtrip nach Los Angeles. Das Kuriose ist natürlich, Tommy hat ein Haus in, Philadelphia oder San Francisco und halt in Los Angeles. Und man fragt sich natürlich, wieso hat er das, wo hat er das Geld her? Also, er nimmt Greg mit nach Los Angeles und sie wollen sich dort so ein bisschen durchboxen. Es ist so ein, so ein bisschen der American Dream. Die Story ist es halt so ein bisschen. Dann hast du natürlich zwischendurch immer diese, diese Konflikte zwischen Greg und Tommy dann so, ja, die, er will jetzt unbedingt ausziehen zu seiner neuen Freundin, sie wollen heiraten. Und Tommy ist kann, so eine Bromance so ein bisschen? Es ist so ein bisschen Bromance. Was ist Bromance? Bromance. Also, Bromance. Ach so, also ja. keine richtige Romantik, aber halt so eine Bro-Romantik. Er ist auf ihn angewiesen und ja. Er will aber doch. Und dann, hier, dann mach doch deinen Scheiß. Weil das hört sich für mich nicht wie eine Buddy-Komödie an. Nee, das auf jeden Fall nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich konnte an einigen Stellen wirklich mit ihm mitfühlen, mit dem Tommy, also mit Wieso. Weil er halt auch scheitert und Ablehnung bekommt und sich dann fragt, ja, warum mag mich denn keiner das alles? Also es ist zwar eine Komödie, natürlich auf einer bestimmten Ebene, also diese typische James Franco, Seth Rogen Komödie, aber trotzdem ja, auch sehr viel dramatisch. Aber James Franco und Seth Rogen, die bringen ja meistens, schießen ja manchmal übers Ziel hinaus. Also na, hier ist es jetzt nicht radikal so. Wie ja. The Interview, Ananas Express. Ja, aber hier ist es jetzt nicht so. Aber, nicht so, weil, trotzdem, ja, weil ich glaube, das assoziieren genau. Die meisten halt mit der Seth Rogen, ja. James Franco Komödie. Sehr, sehr dramatisch auch gehalten. Ich kann auch verstehen, dass er den Golden Globe bekommen hat, James Franco, weil du musst ja trotzdem auch so eine Figur auch verkörpern können auf einer bestimmten Ebene. Das ist ja auch eine Kunst für sich. Genau, und was wollte ich noch sagen? Genau, es gibt eine schöne Szene. Die wird ungefähr 35 Mal als Take gefilmt, also sehr, sehr oft. 35 Takes. Genau, irgendwie sowas, und zwar auf dem Dach, er kommt raus und sagt so, ich hab sie nicht geschlagen, nein, hab ich nicht, wirft die Flasche auf den Boden, dreht sich um und dann so, oh hi Mark, und das ist so schlecht und so total schlecht gespielt und am Ende des Films gibt es auch so eine schöne Gegenüberstellung vom echten Film, also Szenen und von Film, von, also von Disaster Artist. Von der Nachstellung. Genau. Auch sehr charmant und schön gemacht. Ich glaube, alle Schauspieler hatten ihren Spaß an dem Film und es gibt auch noch was Schönes. Es wird immer eingeblendet so Drehtag 5 von 40 und irgendwann wird eingeblendet Drehtag 53 von 40. Das ist richtig charmant, lustig dargestellt, aber wir sind schon über den Zielen hinaus. Wir haben schon mehr gedreht, als wir eigentlich müssten. Genau. Was Maske angeht, auch sehr lustig. Meine Freundin hat James Franco zum Beispiel nicht erkannt. Also sie haben ihn weil so geschminkt. Weil Tommy Wiseau hat ja auch nun mal sehr lange Haare und ein sehr markantes Gesicht. Ja. Also sieht ein bisschen aus wie... Gibt es in The Room nicht auch so eine richtig weirde Sexszene? Ja. Haben sie die auch aufgegriffen? Die haben sie auch sehr krass aufgegriffen. Und zwar machte die Frau runter, mit der da in dem Film Sex haben. So. Er sagt so, eklig, was ist das? Und sie hat so Mutter mal und er will, dass das überschminkt wird. Und sowas und alle denken sich, also alle Crewmitglieder und so denken sich natürlich, Alter, wie gehst du mit ihr um? So eine Panne, so. Ist Alfred Hitchcock mit seinen Schauspielern gut umgegangen? Ist Francis Ford Coppola, ist Stanley Kubrick mit seinen Leuten gut umgegangen? Nein, er hat sie, keine Ahnung, angeschrien und alles und denkst so, Alter, what the fuck, was ist denn los mit dir? Das ist aber, die wussten immer noch, was und sie sagen. In der Sexszene hat Tommy Wiseau Sex mit dem Bauchnabel von der Frau und nicht mit dem, womit man eigentlich Sex haben sollte. Es ist mega weird. Also der Film ist so fucking weird, aber hat auch natürlich ein Happy End. Also am Ende lachen dann natürlich die Zuschauer bei der Premiere über den Film. Die denken sich, glaube ich, auch so ein bisschen, dass es mit Absicht so gemacht worden. Genau, also auf jeden Fall ein sehr, sehr guter, schöner, charmanter Film über die Biografie von Tommy Wiseau.
Wer The Room noch nicht gesehen haben sollte, sollte es auf jeden Fall machen. Mache ich auf jeden Fall. Mal mit ein paar Kumpels und mit einem Bier. Also wirklich jeder, der mal eine eigene Produktion starten will, also einen eigenen Film produzieren möchte und sich denkt so, ah, wird das wirklich gut? Kann ich nur sagen, alles ist besser als The Room. Ja, also ihr könnt es eigentlich nur besser machen. Genau, also zusammenhanglose Szenen. Also es gibt auch Ausnahmen, also, aber ihr könnt es eigentlich nur besser machen. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, Kartoffelsalat ist auch besser als The Room. Was Handlung angeht und so. Jetzt vielleicht nicht, was Kultstatus angeht, aber... Ja, ja, okay, gut. Kann man sich auch drüber streiten. Ich muss The Room erstmal noch gucken, aber ich bin sehr gespannt auch auf die Disaster. Gibt es gerade auf Netflix. Also beides Filme, die ich auf jeden Fall noch nachholen muss. Allein wegen Kult und weil er der zweite sehr gut sein soll. Kannst du dir bei Netflix geben? Das mache ich auf jeden Fall. So, ich habe jetzt hier noch zum Abschluss, damit wir langsam zum Ende kommen, noch eine Serie gesehen, die jetzt auch recht aktuell rausgekommen ist. Beziehungsweise The Mandalorian. Jetzt ist die zweite Folge draußen. Mandalorian ist hier in Deutschland noch nicht verfügbar. Leider. Watchmen. Ja. Watchmen ist ja jetzt seit 2 Wochen läuft da jetzt schon... Die Serie, jetzt wenn dieser Talk rauskommt, ist auch schon die 3. Folge online. Zu diesem Zeitpunkt habe ich nur die ersten 2 gesehen. Ich muss erstmal sagen, es ist, ich finde es schön, mir gefällt es bisher echt gut. Es ist schön düster, es ist schön politisch, es ist ziemlich aktuell auch noch, gerade was ganze, was viele Themen betrifft. Was Rassismus betrifft. Gerade was Rassismus betrifft und so weiter und so fort. Polizeigewalt. Man könnte, so eins der fairsten... Gib dir die Waffe frei. Gib die Waffe frei, das ist eine der schönsten Sequenzen aus der ersten Folge. Man kann fairerweise dazu sagen, die Serie müsste nicht Watchmen heißen. Die könnte also auch ohne Watchmen funktionieren. Also sie hat nichts mit dem Watchmen-Film zu tun, weil das spielt sehr lange danach. Ein bisschen was hat sie schon damit zu tun. Es gibt einige Easter Eggs. Ja, aber also kleine Entdeckungen, die man machen kann, wenn man sich im Kosmos auskennt. Es gibt einige Easter Eggs, aber es spielt auf jeden Fall in der Zukunft eher. Also weit eher in der Zukunft. Heutigen Zeit. Also und dann eher schon ein bisschen weiter. So noch weiter, Also sagen wir mal so, die Watchmen sind auf jeden Fall nicht spurlos an denen vorbeigegangen, weil es kommt ja auch in der ersten Folge ein Raumschiff vor, was diesem von Night Owl dem ziemlich ähnlich sieht, und kann man schon sagen. Und gerade wie heißt der? Oh, ich bin mit den Namen so schlecht. Der mit der Maske, die sich immer verändert. Rorschach hat maßgeblich seine Zukunft beeinflusst. Revolution. Also revolutioniert auf eine bestimmte Art und Weise, weil die Leute verstehen ihn auch ein bisschen falsch, muss man auch dazu sagen. Aber es gibt viele gute Konflikte. Ich mag die Hauptdarstellerin, Regina King, mag ich sehr. Schafft es auch gerade als farmige Darstellerin hier durchaus eine gute Performance abzuliefern und passt irgendwie, führt uns am besten so viel besser auf den Punkt, als wenn es jetzt ein weißer Darsteller gewesen wäre, glaube ich. Weil ansonsten hätte uns das alles... wäre uns das alles ein bisschen egaler gewesen. Don Johnson fand ich auch ziemlich stark. Ich will zu seiner Figur jetzt nicht so viel sagen, weil wir sonst in den Spoiler-Bereich kommen, um das noch ein bisschen überblicklich halten zu können, aber ihn fand ich auch sehr, sehr stark. Unter anderem auch mit dabei ist Jeremy Irons, von dem ich echt noch nicht weiß, was ich davon halten soll. Also er ist der Präsident. Wir beide vermuten, dass es der Präsident ist von dem Staat. Und es gibt aber irgendwie... Mit den Klonen. Also gerade ganz ehrlich, in der zweiten Folge, was sie da angestellt haben, habe ich mir auch gedacht, what? Ja, vor allem, was, das? Wie ist er auch drauf, ne? Ja, also die Figuren sind ja teilweise ziemlich schräg drauf. Mhm. Also im Allgemeinen ist es irgendwie auch ein Trend so ein bisschen hier in dieser neuen Zukunfts-Watchmen-Universum ist, dass die ganzen Cops sind halt alle maskiert. Es ist anonymisiert. Das haben die in der zweiten Folge, glaube ich, gesagt, dass... Ja. Weil Jagd auf Cops gemacht wurde und jeder konnte sich ja dann die Gesichter sehen. Es gab sehen so richtige Attentaten auf sie, wodurch viele Menschen gestorben sind. Bei den neuen Cops, weil die alle Masken tragen, es geht halt darum, die Identität zu schützen. Genau. In dem Sinne. Dass sie quasi ihren Job ausführen können, ohne darauf, wenn sie zu Hause sind, dass sie auf privat unterwegs sind, dass sie da keinen Attentat bekommen. Auf deren Sicht eigentlich relativ clever und ist eigentlich auch fair den Leuten gegenüber, weil die machen im Wesentlichen wirklich ihren Job. Und da gehören halt auch nochmal Dinge dazu, die sie wahrscheinlich nicht tun würden, aber die nun mal dazu gehören. Es geht auch so ein bisschen um Verschwörung und Intrigen und so alles. Was auch den alten Mann angeht, den man ja in der ersten Folge schon als kleinen Jungen kennenlernt. Ja, das ist halt... Ich fand mega witzig die Szene in der zweiten Folge mit diesen Reportern, die mit ihren Flügeln da, die dann von dem Russen da fertig machen. Du Faschist, ich bin kein Faschist, ich bin Russe. Weißt du, wer dieser Russe ist? Das ist der Bösewicht aus Ohne Limit. Ach.
Ja. Krass. Ich hab, der hat ja auch schon Russen gespielt. Ich glaube, er ist sogar Russe. Russe, Weißrusse, Ukrainer, was weiß ich, auf jeden Fall da aus der Ecke. Und den Typen mit dieser komischen Chrommaske, den kenne ich auch irgendwo. Ja, ich weiß nicht, wo genau ich ihn... Moment, ich habe hier ein paar Namen mit aufgeschrieben. Tim Black Nelson vielleicht? Kann sein. Oder Andrew Howard, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall extremst hochwertiger Cast bisher. Hat mich bisher auch sehr gefesselt. Hat auch so ein paar weirde Momente. Ich sag nur regnende Tintenfische. Da gibt es ein paar schöne Theorie-Videos, ne? Ja, also... Da warum regnet es Tinten? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Da hat Quadratauge ein sehr gutes Video zu gemacht. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, falls ihr da ein bisschen auf Trip seid. Die machen auch immer relativ aktuelle Videos. Auch zu Joker haben sie einige paar gute Sachen gemacht. Ich bin auf jeden Fall von der Serie bisher sehr überzeugt. Und das ist halt irgendwie ironisch, weil der Creator dieser Serie ist Damon Lindelof. Und der ist verantwortlich für die komplette Serie Lost. Ach du Scheiße. Oh, da sind wir mal gespannt für auf das Ende von Watchmen. Der ist für das Drehbuch von Prometheus und für das Drehbuch für World War Z verantwortlich gewesen. Was schon wieder positivere Beispiele gewesen sind. Aber Lost halt drin zu haben, ist eine Serie, die ich persönlich nie komplett gesehen habe. Ich glaube, ich habe mal die erste Folge geguckt, habe dann mit einem Kumpel drüber gesprochen. Der meinte so, ja, Lost ist ja richtig enttäuschend ausgegangen. Habe ich mir so gedacht, guckst du nicht weiter. Lohnt sich das jetzt, genau weiter zu gucken? Ich habe auch in vielen anderen Formaten sehr viel Negatives über die Serie gehört, aber dennoch soll sie trotzdem noch andere Stärken haben. Aber das kann ich halt persönlich nicht beurteilen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was jetzt hier aus Watchmen noch wird. Und wir bleiben auf jeden Fall dran. Ich bleibe auf jeden Fall dran. Genau, noch am Rand erwähnen kann man ja noch, ich gucke gerade auch noch ein bisschen vier Blogs, aber weil du es noch nicht gesehen hast, will ich hier auch noch nicht zu viel sagen. Bisher, letzte Staffel. Bisher hat mir vier Blogs auch sehr gut gefallen. Wie viele Folgen sind da jetzt draußen? Drei, ne? Zwei. Jetzt kommt diese Woche, wenn der Podcast rauskommt, sind auch drei draußen. Und es sind jetzt auch nur sechs Folgen in der finalen Staffel. Ach, in der ersten Staffel waren es sechs, ne? In der zweiten sind es acht oder sieben, genau. Und jetzt sind es wieder sechs. Ach, also krass. Griffiger und bündiger geht es eigentlich nicht. Ja, wäre schön knackig. Die Deutschen wissen, wie man Serien macht, ne? Kurz und knackig. Ja. Da wartest du halt auch nicht 10 Wochen, bis die nächste Folge draußen. Nicht so wie Walking Dead, 12 Staffeln, wie auch immer. 16 Folgen pro Staffel. Ja, und dann halt immer noch eine halbesjährige Pause, bis die nächste Hälfte der Staffel dann rauskommt. Dann noch Spin-off-Serien. Ne? Ja, Alter, verliere ich langsam den Überblick. Genau. Drüber. Aber okay, Watchmen. Genau, Watchmen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was die draus machen, gerade mit diesem Showrunner, was jetzt da noch passiert. Ja. Vielleicht macht er auch so einen kleinen Gag am Ende von Watchmen und macht wieder so ein Scheißende und dann denkt man sich als Zuschauer, oh, wieder so ein bescheuertes Ende und dann kommt nochmal ein Twist und es kommt das echte Ende. Dann läuft der Abspann durch und dann kommt erst das richtige Ende. Oder es kommt nochmal eine Folge oder so, das wäre auch ziemlich nice. Ja, wer weiß. Nur so ein bisschen die Joker also, er scheint ja eigentlich krass. Ja, ich meine, er ist immer noch im Geschäft, obwohl er Lost gemacht hat, also das muss man ihm auch noch zugute halten. Obwohl er Prometheus. Prometheus finde ich gar nicht so schlecht. Ja. Also ich habe eigentlich doch einiges für den übrig. Ich mag Guy Pearce ist cool. Genau. Und hier. Michael Fassbender. Charlize Theron auch, aber. Und hier, wie heißt du denn, der Schwarze? Der auch bei Dark Tower Idris Elba. Idris Elba mag ich eigentlich auch. Naomi Rapace. Also, ja, ist ein cooler Cast. Prometheus mag ich eigentlich. Ich kann nicht so viel Negatives über diesen Film sagen. Aber ich glaube, wir sind jetzt schon langsam am Ende von dieser Folge. Wir sind diesmal wieder auch kurz und knackig geblieben. Mehr oder weniger. Ja, und genau. Jetzt in der nächsten Folge, jetzt können wir nämlich Ankündigungen machen, weil das steht alles schon fest, wie jetzt der Plan durchsteht. In der nächsten Folge Talking Couch reden wir zusammen über die Original-Star-Wars-Trilogie, also von Episode 4, 5 und 6 und gehen die quasi ein bisschen durch und versuchen da ein bisschen drüber zu labern. Das wird ein kompletter Spoiler-Talk. Also, ich würde sagen 20 Minuten pro Film, oder? Dann sind wir bei einer Stunde. Versuchen wir es so. Die übernächste Folge Talking Couch wird die eine, da ist nämlich Star Wars 9 draußen in der Woche, reden wir über Teil 9 im Spoiler-Talk und dann wahrscheinlich zu Silvester bzw. zum 28. Dezember haben wir dann noch eine kleine extra Star-Wars-Folge, vielleicht mit Rogue One und vielleicht noch mit ein paar anderen Sachen. Und danach wäre ja dann das mit dem Mafia-Ding. Und danach wäre das mit dem Mafia-Ding. Also die nächsten vier Talks stehen eigentlich so in der Reihenfolge fest. Der einzige Talk, der sich vielleicht verzögern könnte, wo es vielleicht Verschiebungen geben könnte, wäre der Star Wars 9 Spoiler-Talk. Da müssen wir gucken, wie schnell wir in der Woche sind. Es kann auch sein, dass der erst eine Woche später kommt. Wenn das passieren sollte, verzeiht uns bitte. Wir machen das ja alles auch nur aus dem Hobby. Und ja, auf jeden Fall, das war's mit dieser Folge. Das war ein sehr angenehmes Gespräch. Wir hatten, finden wo?
auf YouTube, Spotify, iTunes und als RSS-Feed. Nochmal vielen Dank an Radio Korax an dieser Stelle. Ja, genau. Und genau. Genau. Auf jeden Fall Kommentar, Feedback da lassen, wenn ihr Themen habt, über die wir gerne mal sprechen wollen. Däumchen wären Träumchen. Ja, perfekt. Glocke aktivieren. Genau, alles drumherum. Letzte Folge oben links. Oder was weiß ich wo. In der Infocard abstimmen, ja. Wie geil ihr es diesmal fandet. Und wir sagen ciao, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Und wir beide sind raus. Macht's gut.